Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Und ich bin heute alleine für euch da. Wir machen heute ein dickes Review zum Alpine Cup 2024 in Leoben. Malte ist noch auf dem Rückweg davon, genauso wie auch sonst der Großteil der Breaking Heads. Ich war nicht da, ich habe aber ganz viel aus der Ferne analysiert, Daten zusammengeschustert. Falls ihr im Breaking Heads Discord seid, habt ihr da auch schon ein paar von die Tage gesehen. Ich freue mich sehr, mit euch zusammen da reinzuschauen. Und dieses riesige Event Revue passieren zu lassen. Ich finde es mega krass. 360 Personen sind tatsächlich am Ende auch aufgetaucht und haben ein Teamturnier in Österreich gespielt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich war die ganze Zeit auch so, oh, ich will auch da sein. Aber dafür, dass ich nicht da war, konnte ich auch eine Menge andere Sachen schaffen. Unter anderem euch heute nochmal so ein Deep Dive in die Zahlen geben, die ich da rausgeholt habe von den Fraktionsstatistiken, von den Teamstatistiken. Und weil Malte heute auch nicht da ist, kann ich das auch die ganze Zeit machen und so lange, wie ich möchte. Und ich hoffe, euch gefällt das auch, weil es waren ja ein Haufen von euch auch da. Ich hatte meine erste Statistik. Wie viele Deutsche waren im Teamturnier? Viele. Und zwar 80 Personen haben Teamturnier gespielt. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein 80-Personen-Teamturnier hatten in Deutschland. Ich glaube, das ist einfach Ewigkeiten her. Das ist vielleicht 2014 oder irgendwie sowas. Und das heißt, wir haben 80 Deutsche, die sagen, geil, ich fahre bis nach Österreich in die Berge, um ein Teamturnier zu spielen, was ja sonst immer total komisch ist. Da muss man sich vorbereiten, da gibt es so Pairings und dann darf man nur eine Fraktion spielen. Man ist auf die anderen Leute angewiesen. Wenn einer nicht kommt, ist scheiße. Und das ist voll anstrengend. Ray schreibt gerade erst fix und fertig. Ja, genau, das ist voll anstrengend, aber das ist mega geil. Das hat geklappt. Also 80 Personen aus Deutschland und Leute aus Österreich. Waren natürlich auch richtig viele da. Und da waren es 65, wenn ich richtig gezählt habe. Ich konnte nicht alle genau den Ländern zuordnen. 65 Österreicher. Das heißt, mach doch mal in Süddeutschland ein Teamturnier. Dann haben wir schon einen Major voll. Wenn die jetzt nochmal kommen, haben wir schon 145 Personen am Start und können ein richtig fettes Teamturnier in Deutschland machen. Die Amerikaner laufen uns übrigens da gerade den Rang ab oder laufen uns da vorne. Die machen nämlich gerade einen Haufen Teamturniere in Amerika mit 8er Teams. Mit dieser American Team, National Team Championship, irgendwie so. Da haben die 8er Teams. Und die machen gerade gefühlt jeden Monat einen, mindestens alle 2 Monate eins. Das können wir aufholen. Ich muss sagen, ich wusste die ganze Zeit nicht, weil ich auch selber nicht so in der Vorbereitung für den Alpine Cup war, wie viele deutsche Teams dann am Ende kommen und dass da wirklich 80 Personen am Start waren, das finde ich einfach richtig geil. Ja, also ihr merkt schon, heute wird sich wirklich alles um den Alpine Cup drehen. Wir haben tatsächlich auch nur ein anderes Turnier, was ins Ranking eingeflossen ist. Und das schauen wir uns gleich mal kurz an und dann reden wir einfach die ganze Zeit über das Teamturnier. Und außerdem machen wir natürlich heute auch wieder Glücksrad. Ich mache ein Mini-Update aus dem Warhammer. Und ich weise euch auf die Bundles hin. Saheimer steht an. Ja, wahrscheinlich werde ich ein, zwei Sachen vergessen. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Aber wie gesagt, heute geht sich eigentlich alles um den Alpine Cup. Und ich sag mal hallo. Und zwar hallo Corius, hallo Olli, hallo Adrian, hallo Andreas, hallo Achim, hallo Pius, hallo Ray, hallo Elementaria, hallo Sven, hallo Mr. Frog. Hallo Radios, hallo, ist das der zweite Sven? Nein, hallo Sven nochmal, hallo Warrit, hallo Lanizifer, hallo Zirkulus, hallo Meli, hallo Niklas, hallo Matthias, hallo Darkatikiam, hallo Marcel, hallo Lucio, hallo Chris, hallo Sintas, hallo Tirelli, hallo Kochi, hallo Nada und hallo Asna. Schön, dass ihr alle am Start seid und hi Stefan,
Ja, so, Stefan sagt, er sucht schon eine Location für ein Teamturnier. Ja, es gibt sogar schon. Bitte hilft ihm. Und wenn ihr das, wenn ihr dann eine habt, schreibt es uns, damit wir das hier auch auf dem Stream verkünden können, damit das nicht untergeht. Es gibt auch schon ein Teamturnier. Das ist sogar schon recht weit in Deutschland. Mach ich mal direkt hier auf. Und wir gucken, wie wir ja alle immer machen. Gucken wir schön bei T3. Und da sind wir auch schon, wenn wir jetzt... Was sind wir denn? Machen wir uns mich mal hier in die Mitte. Isa. Genau, am 25.05. in Isa ist ein Teamturnier. Die haben da ganze 80 Plätze, Leute. Und da sind erst 15 fest angemeldet. Wir sind gerade dabei, noch ein Team zusammenzustellen. Also könnt ihr euch also quasi schon mal davon rechnen, dass da 4 Teams auf jeden Fall sind. Bisschen mehr als einen Monat ist das hin. 1,5 Monate. Süddeutschland in der Nähe von München. Leute, wenn ihr Bock gehabt habt, wenn euch das heute irgendwie heiß macht, holt euch 4 Freunde und plant schon mal den Trip dahin. Die Isenauer machen auch schon Ewigkeiten Turniere und jetzt ein Teamturnier, finde ich richtig gut. Schon mal merken, ich packe mal den Link auch dazu in den Chat hier und wahrscheinlich sollte ich den auch mal in die Videobeschreibung packen. Packe ich mal in die Videobeschreibung. So. Hallo Thomas, habe ich noch wen vergessen? Hi Steezy, hi Matthias, hi Begatus, hi Sumdo, hi Pascal, hi Robin, hi Niklas. Zugzwang ist auch am Start, ja, hervorragend, so wollen wir das haben. Sehr, sehr, sehr schön. Ich muss jetzt eigentlich hier machen, mal so. Wenn ich hier so alleine bin, weiß ich gar nicht, wo ich mich am besten hinstelle. In Isarauen gibt es gutes Essen. Ja gut, also ich habe auch sehr gutes Essen über Leoben gehört, aber dazu kommen wir gleich. Ich mach mal hier den Ablaufplan. So, wir gehen zu den Turnierergebnissen vom Wochenende. Und wie gerade eben schon gesagt, ich bleibe jetzt hier einfach recht so. Gibt es nicht so viel. Es gab ein Turnier am Wochenende, das stattfand außerhalb von Österreich und dem großen Event, was wir in Leoben hatten. Und zwar, das war das 88. Bettburger Schauinkloppen. Nicht mit 4 Personen, natürlich mit viel mehr Personen. Ihr seht, ich habe ja wieder alles. Das hatte... Ich habe es doch eben aufgeschrieben, wie viele Personen hatte das? Da. 44 Personen, genau. Ja, das war nämlich ziemlich groß sogar. Genau, 44 Personen waren in Bettburg und haben 3 Spiele gespielt. Und gewonnen hat es der Yannick Stammer von Team Battleshock mit einer Black Templar Gladius Task Force Liste. Er hat gewonnen gegen Custodes, Leagues of Wotan und Tyranniden Crush Stampede. Und die Liste war wie folgt. Ist eine Transporter-Liste mit Doppel-Landraider. Also wir sehen hier ein Rhino und 2 Landraider. Die transportieren 2x Crusader Squads, 3x Primaris Sword Presence. Die werden natürlich angeführt von einem Kastellan, von Halbrecht, von Judicia und einem Empress Champion. Und dann kann er den Librarian in Phobos Armor in den 5er Infiltration Squad packen, hat nochmal 3 Inceptor dabei, 2x5 Scout und eine Kalidus. Ja, okay, warum nicht? Damit hat er Custodes besiegt, Leagues of Wotan und wie gesagt die Tyranniden. Wir schauen uns auf jeden Fall gleich beim Alpine Cup, auch diesmal, wurde ja auch FIFA jetzt hier auch im Stream gewünscht, das erste Mal einen Detachment differenzierten Winrate und solche Sachen an. Also, ich habe mir extra die Mühe gemacht heute für euch. Ich habe alle Space-Listen nochmal aufgemacht vom Alpine Cup, sowohl Singles als auch Team und geguckt, welches Detachment spielen die. Das habe ich auch bei den Necrons gemacht. Ich glaube, damit habe ich irgendwie 150 Listen oder so heute aufgemacht.
Genau, aber damit können wir jetzt das erste Mal hier auf Stream uns auch wirklich anschauen, okay, wie haben denn die einzelnen Detachments abgeschnitten und nicht nur, wie hat die obergeordnete Fraktion, weil das wird bei den Spacemans ja immer differenzierter und je weiter wir auch in der uns in der Edition natürlich fortbewegen, desto mehr Kodizes kommen raus und deswegen sind auch die Detachments natürlich immer interessanter. Aktuell ist es noch relativ einfach, Spacemans und Necrons haben den interessanten Unterschied. Tyranniden habe ich auch mal gemacht für, ich glaube, für eins von beiden Turnieren, muss ich nachher nochmal schauen. Aber da sieht man auch schon, das ist schon gar nicht mehr so interessant, weil da eigentlich alle nicht High Fleet, sondern Invasion Fleet spielen. Ja, gut, das war das Bedburger Scharnkloppen, gewonnen vom Yannick Stammer. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten außerdem noch ungeschlagene Leute, nämlich den Norman Wermer mit Thousand Suns. Außerdem den Simon Jaspers mit Thousand Suns und den Roland Brücks mit Eldari und den Sascha Wagner mit Kusulis. Herzlichen Glückwunsch an Sascha, Roland, Simon, Norman und natürlich Yannick. Stark gemacht. Ja, Leo ist auch gar nicht so nah. Kann man auch mal nochmal ein ordentliches 24-Personen-ATT in Bedburg spielen. So, und damit sind wir auch mit den Turnierergebnissen für heute schon durch. Und ich gebe euch ein kleines Update zum Warhammer. Ihr könnt im Warhammer aktuell noch diese Runde, die Breaking Heads, live zocken sehen im Discord, im Tabletop-Simulator. Dazu könnt ihr einfach in den Target Priority Discord gehen und da ganz weit runter scrollen in den Warhammer-Bereich. Ich verlinke euch das auch mal nochmal hier. Und da findet ihr tatsächlich einfach alle Spiele über 2 Wochen immer verteilt von uns und auch von, wie viele Teams sind denn eigentlich? Ein Haufen, ich glaube so 60, 80 Leute oder so. Und wir spielen ein Teamturnier im TTS. Ich spiele weiter meine Imperial Knights. Ich habe tatsächlich mein Spiel auch schon gespielt. Das konntet ihr am Samstagabend live verfolgen. Tut mir leid, ich konnte es leider nicht aufnehmen. Und wenn ihr da nicht da sein solltet, tut mir ein bisschen leid. Ich werde im Breaking jetzt Discord nochmal gerne nochmal ein Update dazu posten, könnt ihr mir auch da gerne Fragen stellen. Ich habe gespielt gegen Custodes mit meinen Imperial Knights auf meiner Map-Wahl, wobei die Tische alle relativ zu waren in dieser Runde und ich konnte nicht so richtig viel damit machen, aber ich konnte, und das findet ihr auch schon als erstes Ergebnis, wo ist denn das hier? Das kann ich jetzt natürlich auch auf den Stream packen. Packen wir das doch einfach auf den Stream, dann kriegen wir das wenigstens hin, wenn ihr es schon nicht live sehen könnt. Jetzt müsstet ihr ja, das genau, das ist meine Runde, das ist mein Spiel. Ich habe 84-62 gegen die Custodes gewonnen. Ich habe nicht angefangen, ich habe Taktik gespielt, mein Gegner hat auch Taktik gespielt. Wir haben auf Purge the Foe, also Killmore, Hotmore gespielt mit 6 Markern, das heißt, wir haben beide recht viele Punkte machen können. Und ich hatte den Vorteil, dadurch, dass ich die zweite Runde hatte, konnte ich wirklich häufig Kemo machen. Ihr seht das hier auch. Meine Maus sieht man nicht, aber ihr könnt auf der rechten Seite bei Primary schauen. Da stehen 8, 12, 12, 18. Die 18 ist natürlich falsch. Das war schon gemaxt. Dann war es auch egal. Das sind 16. Und dann nochmal 12 Punkte, die ich gemacht habe. Also mehr als gemaxt. Und zwar viel über Kemo, weil ich in der ersten Runde mit dem teleportierenden Atropos eine kleine Einheit getötet habe. Eine kleine Sister-Einheit von dem Custodes und damit dann Kill und Kemo machen konnte. Dann habe ich in der nächsten Runde einen 9er Deep Strike von Trajan abbekommen. Und der hat aber nicht geschafft, zwei Warlocks zu töten, einen Warlock zu töten mit seiner gesamten Einheit. Der Warlock ist auf 1, 2 Leben stehen geblieben. Dann habe ich wieder meinen Kill gemacht, habe wieder Killmore gekriegt. Und insgesamt sind die 15 Wardens, die mein Gegner hatte, ein bisschen an den Knights einfach zerschellt. Also der Schaden kam am Ende nicht genug rüber. Ich hatte, was habe ich am Ende noch? Ich hatte noch den Atropos. Ich hatte noch, ich glaube, 4 kleine Knights. Also ich spiele ja gerade sieben kleine und 2 große, also den Atropos und noch Canis Rex. Und ich hatte eben noch den Atropos und 4 kleine Knights. Also echt nicht so viel verloren, während der Custodes am Ende des Spiels noch kein Modell mehr hatte. Genau, ich habe in Runde 5 getabled. Genau, das ist einfach, das funktioniert einfach gut mit den Knights. War meine Matchup-Einschätzung,
Kann ich auch mal hier auf den Stream packen, weil ihr seid ja jetzt auch alle voll im Team. Fieber hoffentlich. Dann gib mir eine Sekunde, dann packe ich das mal hier rein. Trick 17. Ja, Sekunde, ich packe mal rein. Also meine Matchup-Einschätzung gegen die Custodes war in dieser Runde eine 12. Also hier habe ich eine 14 gespielt, ich habe gesagt, es ist eine 12. Ich habe gesagt, ich hätte gerne den Tisch. Den habe ich, glaube ich, nicht bekommen. Insgesamt würde ich sagen, mein Gegner hat ein bisschen, also ich hatte das Matchup selber auch noch nicht gespielt mit den Knights. War mir aber sicher, dass das gut ist, dass ich das lang genug aushalte und meine Waffen sind gut genug. Außerdem kann ich eben gut die Primärpunkte verweigern. Und wenn ich noch die Map-Wahl habe, kann ich halt besser Winkel kriegen. Deswegen habe ich auf jeden Fall gesagt, das gewinne ich auch mit 12 Punkten. Dann ist es noch besser für mich ausgegangen. Das lag vor allem daran, dass quasi teilweise Knights stehen geblieben sind, teilweise aber auch auf der Schaden nicht genau konzentriert wurde. Und ich fand, mein Gegner hat vielleicht ein bisschen seine Broden Vierer Fino Paints zu früh gezündet. Also er hat die quasi zweimal in den Schussphasen gezündet und dann habe ich halt einfach ja draufgeschossen und glaube ich in der Schussphase nichts gemacht oder nur ein, zwei getötet. Aber wenn der Melter durchkommt und in Melter Range ist, dann ist auch das Fino Paint komplett egal. Also das war quasi da auch ein Fehler. Aber dann bin ich halt im Nahkampf reingekommen und im Nahkampf habe ich halt, also Kandesrex hat halt eine komplette Einheit erschlagen oder komplette Einheit bis auf ein Modell oder so, also ein Modell hat er erschossen. Ja, Kandesrex ist gestorben an der einen Guard-Einheit, also die Einheit, die ja Full Wound Rewards im Nahkampf kriegen kann, was sie tatsächlich nicht hatten, weil ich da noch mit einem Knight intervenieren konnte und sie haben aber trotzdem den umgebracht und das ist halt auch die Sache. Also wenn du mit einer dezidierten Einheit kommst, die Wound Rewards hat, wenn es auch nur Einser ist, plus eins to Wound hat, auf die zwei treffen, die Knights sterben dann. Also Kandesrex stirbt halt einfach eigentlich auch jedes Spiel, außer mein Gegner hat einen Fehler gemacht und oder ich habe es perfekt gespielt, weil er ist halt auch einfach eine Glaskanone. Also viele Leute können halt einen Knight gut kaputt machen. Genau. Ich zeige euch mal kurz meine Einschätzung. Ich muss dafür nochmal einen Screenshot hier machen. Bup. Und jetzt. Sekunde, Leute, es kann sich nur um Stunden halten. Einschätzungen. Hätte ich mal vorbereiten sollen. Wie gesagt, tief im Alpine Cup drin. Und jetzt zeigen wir euch das hier. Das waren meine Einschätzungen. Also gegen die Custodes sind 12. Ich habe gar keinen Bock, gegen die Eldari zu spielen. Ich muss kurz nachlesen. Genau. Überhaupt gar keinen Bock, gegen die Eldari zu spielen. Gegen die GC. Letztes Spiel habe ich eine 10 gespielt gegen die GC. Die Mission hat halt viel mehr Marker. Das heißt, mein Gegner kann mehr Primärpunkte machen. Mein Gegner kann auch wahrscheinlich mehr Kills machen, wenn es schlecht läuft. Deswegen auf jeden Fall hier ein schlechteres Ergebnis. Und gegen die CSM und gegen die Death Guard fühle ich mich beide gut. Sind, würde ich sagen, relativ zögerliche Einschätzung, weil ich zum Beispiel gegen Death Guard noch nicht gespielt habe und auch nicht gegen die Chaos Knights, auch noch nicht gegen die Chaos Basement gespielt. Also ich habe im Prinzip auch noch gar nicht so viele Imperial Knight Spiele drin. Ich mache es quasi gerade fast hauptsächlich auf den Turnieren. Aber es macht viel Spaß und vor allem mit den Chaos Knights habe ich ja noch voll viel Zeit. Das heißt, ich muss mich da auch gar nicht so rushen. Nada fragt, was ich für eine Knightlist spiele. Ja, ich spiele den Canis Rex. Den Atropos hier und vier Warglaives, drei Helvrens und einmal Henchman. Und der Atropos hat bei mir den Teleport und den Teleport, den liebe ich einfach und ich bin immer kurz davor, den Atropos rauszuschmeißen, habe ich auch letztens wieder gespielt und fand es richtig gut mit drei kleinen mehr, also 10 kleine und Canis Rex, kann ich auch wirklich sehr empfehlen, aber ich mag es einfach total, diesen Teleport zu haben und vor allem du teleportierst halt Knight. Und dadurch kriegst du halt einfach die Sichtwinkel auf den Gegner, die du vorher nicht hattest. Kannst halt zum Beispiel wie hier, also der hat halt durch den Teleport hat er halt den Kill gemacht und hat mir alleine 8 Punkte gemacht in der ersten Runde. Und es ist halt auch noch,
Also der Typ kämpft halt im Nahkampf und im Fernkampf und du kannst halt so gut einfach so eine Flanke dann überladen. Also ich finde die rohe Gewalt von den drei kleinen weiteren Knights eigentlich viel besser, aber hätte sonst Sorge, dass ich zu sehr ausgespielt werde und ich habe halt mit Imperial Knights gar keine Möglichkeit, über irgendwelche anderen, also über Modelle rüberzulaufen oder so. Also Canis Rex bewegt sich 10 Zoll, der läuft nirgendwo rüber. Also zumindest nicht, wenn der Gegner dann irgendwas mitzusagen hat. Ja, mit dem Teleport bin ich wenigstens so ein bisschen unberechenbar und ich will halt einfach nicht komplett berechenbar sein mit den Knights. So, das war das erste Update. Es gibt noch ein zweites Update, das finde ich besonders cool an dieser Stelle hier, nämlich wir haben Malte, der jetzt ja heute auch leider nicht kann und dich erstmal von My Pink Cup ausruht. Und deswegen wurde seine Grey Knights Liste, die ja auch immer auf My Pink Cup vielfach kopiert wurde und da auch erfolgreich ausgeführt wurde, jetzt hier von uns im Warhammer von Live ausgeführt, der bei uns ja eigentlich die Death Guard spielt. Also das heißt, Live wird diese Woche oder diese 2 Wochen 2 Spiele für machen. Das ist tatsächlich auch üblich, dass man, wenn mal jemand nicht kann, man mal mit Teams für ein Team einspringen darf. Solange man halt quasi, also ne, es ist ja eigentlich immer schlechter, wenn nicht der Originalspieler quasi Liste spielt. Live hat hier trotzdem für uns ein, was ist denn das hier? Das sind 18 Punkte, einen 12-8, glaube ich. Genau. Kann ich rechnen? Nee, 13-7, natürlich. 13-7 für uns gespielt, was auf jeden Fall ein super Ergebnis ist. Wahrscheinlich hätte Malte dann nochmal 1-2 Punkte mehr rausgeholt. Das war übrigens die Grey Knights gegen die GC. Genau. Und vielleicht, um es einmal auf dem Stream gezeigt zu haben, ich wollte es eigentlich schon mal letzte Woche machen. Wir reden gleich ganz viel über Team. Wir reden gleich ganz viel über Teamturniere. Auch wenn das Singleplayer-Turnier sicher interessant war, aber das Teamturnier war eigentlich das Interessanteste. Und ihr seht jetzt hier gerade meine Matchup-Einschätzung, ja? Und im Team ist es halt immer wichtig, dass wir die optimale Konstellation von den Matchups haben. Also, wenn ich gegen die Eldari spiele, dann ist es nicht nur so, dass ich verliere und nur 3 Punkte hole, sondern jemand anders, der vielleicht gegen die Eldari spielt, der vielleicht hohe Punkte machen könnte, kann auch diese Punkte nicht machen. Nehmen wir vielleicht ein konkretes Beispiel. Wenn ich gegen die GC gespielt hätte und ich genau meine Einschätzung mache, mache ich 8 Punkte. Und wenn Malte, beziehungsweise jetzt Live, die Grey Knights gegen spielt, macht er halt 13 oder mehr Punkte. Das heißt, hier haben wir schon mal einen Sieg von 5 Punkten im GC-Matchup. Aber wir haben ja gleichzeitig auch noch einen Verlust von mindestens 4 Punkten in den anderen Matchups, die ich haben könnte, wenn ich nicht gegen Eldari spiele oder GC, nämlich wenn ich gegen Custodes, Chaos Space Marines oder Death Guard spiele. Und ich meine, das ist schon offensichtlich irgendwie, aber deswegen ist es so wichtig, dass dass das Pairing gut ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Einschätzungen gut sind. Und weil man aber dann auch so Sachen baut und sich so viel darauf konzentriert, kann man halt auch ganz andere Listen spielen und die Listen auch anders bauen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in, nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, German Finals oder was war das, also, oder Hamburg. Hamburg, letztes Pre-Balanced Starter Slate, würde ich sagen, letztes in Deutschland noch Eldari-Meter, was wir quasi jetzt, vielleicht kommt es jetzt wieder mit Liam ein bisschen, aber wo wir noch hatten. Wenn ich da Eldari auf ein Single bringe, und gewinne mal, nicht Eldari, wenn ich Imperial Knights auf ein Single-Turnier bringe und ich da meine 2, 3 Spiele erstmal gewinne, weil ich gegen Custodes, Chaos Space Marines, das sind jetzt auch übrigens genervte Chaos Space Marines oder Death Guard spiele, und die halt gewinne, dann renne ich sehr wahrscheinlich immer gegen die Eldari irgendwann an. Und gegen die Eldari renne ich halt auch nur an. Weil ich meine, ich habe es gerade eben gesagt, Chaos Space Marines haben nicht viele Möglichkeiten, nicht Chaos Space Imperial Knights haben nicht viele Möglichkeiten, um irgendwie mit Shenanigans Sichtwinkel zu kriegen oder irgendwie, keine Ahnung, die Eldari in die Finger zu kriegen. Das heißt, wenn da 3D-Kanonen stehen, da gucke ich einfach ziemlich doof in die Röhre. Im Single kann ich dann einfach nur, das habe ich tatsächlich auch gegen Arne gemacht, als wir hatten ja dieses GT hier in der Nähe von Berlin, was ich mit Imperial Knights dann tatsächlich, weil wir 5 Runden hatten, die dann zu viel waren, gewinnen konnte, habe ich gegen Arne einfach nur Punkte gerettet. Im Single bringt mir das nicht so viel, das bringt mir halt höhere Platzierung in meinem Bracket, in meinem Sieger-Bracket oder Siege-Bracket. Aber ich habe halt trotzdem verloren.
Und im Team ist halt das Coole, ich kann halt gegen den Aldari, wenn ich da trotzdem 5 Punkte hole, ist das halt gut. Und wenn ich gegen den GC immer verliere, aber wenn ich da 8 Punkte mache, ist das auch okay. Es ist nicht okay oder es ist nicht gut fürs Team, wenn die anderen alle in dieser Spalte der GC bessere Einschätzung haben als ich. Wenn die aber alle noch schlechtere haben, sagen wir, die machen alle nur 3, 4 und 5 Punkte, dann ist es sogar richtig gut, dass ich gegen die GC spiele und meine 12er-Matchups aufgebe. Und dann dafür fürs Team quasi einen Plus von Punkten kriege, weil die anderen Leute quasi sonst nur irgendwie ihre 3 bis 5 Punkte machen. Genau. Steezy fragt direkt, meine ich nicht, dass Leons Liste ein sehr hohes Skillcap hat? Ja, also Leons Liste, ich meine, Leons Liste ist ja auch sehr ähnlich zu der Liste von, ja, was heißt, ja, also sie spielt sich schon anders, aber ich finde, sie erinnert mich auch sofort an die Liste, die jetzt mein Team ja gespielt hat, mit in dem Siegerteam, dem englischen Team vom Teamturnier, die mit unglaublich viel MSU-Einheiten daherkommt. Ich würde schon sagen, dass Eldari MSU nicht einfach zu spielen ist, aber ich würde sagen, es ist gar nicht so viel schwieriger oder der Skillcap hat sich gar nicht so krass geändert. Also Eldari waren halt vorher auch schon gar nicht einfach zu spielen. Das haben wir auch an den Ergebnissen in Deutschland gesehen. Vielleicht waren sie einfach, also ist natürlich am Ende nicht so einfach, also es kommt nichts daran an Wraith Lord und 3 Fire Prisms, Wraith Knight und 3 Fire Prisms, das meine ich nicht mit, sondern eher danach sozusagen, wo wir dann dabei ankamen, wie sich Eldari mit 3 Nightspinner, ich weiß auch, die waren total, also total nervig, man fühlt sich ein bisschen doof dagegen zu spielen, aber man hat auch gesehen, dass es eben nicht so ist, dass man damit einfach durchmarschiert. Also ich weiß gar nicht, ob der Skillcap sich so viel verschoben haben. Was mein Gefühl ist, dass der Zeitaufwand, also der Spielstil an sich, der ist, glaube ich, für viele erstmal schwer zu übernehmen. Was meine ich damit? Ich meine, dass du, also Liams Liste ist eine sehr aggressive Liste, die geht sehr aggressiv auf eine Flanke oder auf die Flanke oder die Position, wo genau der Gegner gerade nicht hinkommt. Ich fand es tatsächlich total cool. Joe vom Wargames Livestream, Liam war ja 2-mal im Singles, da auch im Stream, hat es genau richtig gesagt. Die Eldari haben die große Fähigkeit, ihren Schaden auf einen Punkt im Spielfeld zu fokussieren. Und ich meine, das konntest du halt mit 3 Nightspinnern und D-Kanonen auch machen, indem du quasi sagst, cool, ich möchte jetzt mal da hinten in die Ecke alles schießen. Und das machst du im Prinzip irgendwie auch noch ähnlich mit dieser MSU-Liste, die Liam da gespielt hat. Reden wir nachher nochmal später mehr. Du bist halt jetzt näher dran und du bist halt viel mehr gefährdet. Deswegen kannst du natürlich auch viel mehr Fehler machen. Aber wenn du das mal verstehst, weil das macht halt auch einfach ultra viel Schaden. Und ich habe halt auch wieder gesehen auf Steam, da war halt auch so, irgendwie so spielt jemand gegen die Liste und dann so, ach, wie viele Hawks sind da? Ach, da sind auch 13 Hawks. Ja, okay, vor denen habe ich keine Angst. Springen die 13 Hawks halt plötzlich wieder auf die andere Flanke und schießen da halt auch irgendwie eine Einheit weg. Und machen das halt nächste Runde nochmal. Und dann, das ist so ein bisschen, also es ist schon nicht einfach, aber es ist auch kein Zauberwerk, finde ich. Was es ist, und das warum ich halt auch keine Lust habe, das zu spielen, weil ich einfach mich nicht stressen will, ist, es ist zeitaufwendig, weil du einfach ultra viel würfelst. Du hast halt einfach super viele Aktivierungen, du hast immer einen Reroll dabei, beziehungsweise 2 Rerolls, und du hast halt einfach so viel Aktivierung mit Rewards und dann einfach noch richtig vielen Schuss. Also ne, diese 15 Hawks sind einfach total gut, die kosten wenig, aber das sind halt auch 60 Schuss, die du quasi 3 bis 5 Mal im Spiel würfelst und das kostet einfach Zeit. Wenn ihr Fragen zu den Team-Sachen habt, stellt es gerne gleich nochmal. Ich habe es jetzt hier schon einmal gezeigt. Ich hoffe, damit den einen oder anderen, der jetzt sozusagen zum Beispiel nicht beim Alpine Cup im Teamturnier war, nochmal abgeholt zu haben. Ist ja, wie gesagt, in Deutschland noch sehr, sehr neu. Stück für Stück kommen wir dahin. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir waren jetzt eigentlich beim Warhammer. Und im Warhammer gibt es neben diesem Matchup noch ein weiteres Match, noch 3 weitere Matchups und die könnt ihr euch auch anschauen. Und zwar hier, sind natürlich auch im Discord da gepostet. Mein Spiel ist schon gespielt, das Game-Night-Spiel ist auch schon gespielt. Dann gibt es am Donnerstag gibt es ein Death Guard gegen Elder-Spiel.
Dann gibt es außerdem, wann spielt er noch? Ich glaube, dann gibt es noch ein Jans-Spiel, das ist Space Marines gegen Chaos Space Marines. Und dann gibt es nochmal Death Guard gegen Sun. Ist das gegen Sun-Sons? Nee, unsere Sun-Sons. Achso, so, unsere Sun-Sons gegen die Death Guard. Die beiden Spiele sind noch nicht terminiert. Aber wenn ihr im Breaking Heads Discord seid, es gibt einen Livestream-Chat, da poste ich inzwischen auch immer, oder lasse ich, posten wir immer die Stream-Zeiten. Ich habe es jetzt bei meinen Spielen auch noch im Target Priority Discord gemacht. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Bock habt, uns da live zu sehen. So, jetzt haben wir haben Warhammer abgeschlossen und gehen zurück. Und bevor wir, genau, gehen in eine kleine Werbeunterbrechung. Und ich glaube, wir machen das heute, da wir gar nicht so viel zu tun haben hier. Wir machen das Glücksrad. Machen wir das Glücksrad? Kommen wir auch einfach jetzt ein Glücksrad raus. Ja, Leute, schreibt mal in den Chat Glücksrad. Dann gibt es eine Chance auf einen Gutschein für den Online-Shop von unserem Sponsor. Nämlich Games Island. Und achso, ich sollte wahrscheinlich mal hier meinen Bot anmachen, damit ich das auch irgendwie hinkriege. Und während ihr das macht, erzähle ich euch ein bisschen, wer unser Sponsor ist. Nämlich ist Games Island. Die haben zwei Online-Shops. Games Island, da findet ihr quasi alles, was sie sowieso euch irgendwie zur Verfügung stellen können. Und bei Tabletop-Verkauf gibt es alles, was sie auf Lager haben. Das heißt, wenn das da drin ist, gibt es das auch wirklich sofort. Und noch mehr, nämlich gebrauchte Miniaturen. Also seht ihr, schick bemalte Orks und Chaos-Modelle. Aber es gibt noch viel mehr, nämlich alles Mögliche an gebrauchten Sachen. Und da könnt ihr euch quasi, wenn ihr bemalte Sachen haben wollt und keine Lust habt zu malen, teilweise ganze Armeen kaufen für einen guten Preis. Oder ihr könnt euch auch für einen noch besseren Preis und sozusagen mit einem richtig guten Rabatt gebrauchte Modelle, gerade grundiert, keine Ahnung, halb zusammengebaut, teilweise noch im Gussrahmen, was auch immer, sozusagen, was man halt für gerade so Status hat, den man dann abgeben will, zulegen. Ja, und das ist gerade für kompetitive Spielerinnen und Spieler draußen immer gut, weil wir wollen am Ende, brauchen wir manchmal nur das Battle-Ready-Modell für das nächste Turnier und da hilft dieser Online-Shop auf jeden Fall sehr. Was es da auch gibt, und irgendwo habe ich das schon vorbereitet. Nur wo habe ich das vorbereitet? Ich habe mir schon echt, genau. Es gibt die Bundles. Und die findet ihr auf Games Island. Die Bundles machen wir jetzt schon seit Anfang des Jahres zusammen mit denen. Da haben wir von dem letzten deutschen Major, haben wir vom Fireburg die Siegerliste von Kevin Zöllinger, die Black Templar Ironstorm und auch die Drukhari-Liste von Gregor Werner. Beides Listen, auch nochmal extra für euch in die Tiefe gegangen und guckt, was kann man aus den Boxen, die es schon gibt, raus und um Modelle, die es nicht mehr oder noch nicht gibt, darzustellen. Und ja, ich hoffe sehr, dass wir euch damit einen guten Dienst leisten, weil wir versuchen einfach euch die aktuell gespielten turniertauglichen Listen als einen Bundle mit einem ordentlichen Rabatt zur Verfügung zu stellen, damit quasi der Einstieg oder auch der Umstieg auf eine andere Armee nicht so schwer fällt. Wir werden auch, kann ich auch schon mal ankündigen, natürlich Bundles machen jetzt auch zum Alpine Cup. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht genau überlegt, welchen wir machen. Vielleicht machen wir einen Elder-Bundle mit der Liam-Liste. Ich glaube, vielleicht müssen wir mal einen Arne-Bundle machen mit den Thousand Suns, die er jetzt gespielt hat. Aber ich muss da noch mal genau reinforschen. Vielleicht kommen wir auch heute dazu. Genau, vielleicht, wenn wir zusammen nachher in die Zahlen richtig reingehen und in die Übersicht über die Turniere, kommen wir wahrscheinlich selber da rein. Dazu gibt es direkt eine Frage von Engelzeug. Hallo, Iowa, schön, dass du am Start bist. Ich hab den großen Gutschein. Der hat einen großen Gutschein. Und wo kriege ich Rabatt von Breaking Heads? Und bekomme ich einen Bonus? Ja, du benutzt einfach den Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Affiliate-Link.
Dann kriegen wir immer eine kleine Provision. Du kannst sowohl den zum Tabletop-Verkauf als auch Games Island nutzen. Und wir kriegen auch eine kleine Provision, wenn du einfach den Breaking Heads-Code nimmst. Und der Code heißt einfach Breaking Heads. Ausgeschrieben. Und das geht übrigens auf alle 40K-Sachen. Also ihr könnt das auch zum Beispiel jetzt gerade bei den Tickets vom Raccoon Rumble, ging das auch. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht hier die Leute wieder verliere. Wir machen nämlich jetzt hier das Glücksrad voll. Genau, so. Also einfach, also ich glaube, wenn ihr den Code Breaking Heads nutzt, den müsst ihr übrigens am, muss man den denn eingeben? Ich glaube, man muss den nur am Anfang oder am Ende eingeben. Dann kriegt ihr immer den vollen Rabatt. Und außerdem kriegen wir auch eine Provision. So, Björn kommt auch noch rauf. Björn kommt auch noch rauf und dann Schluss. Haben wir Sepp? Wir haben Sepp. Ja, okay. Und hiermit gehen wir zum ist gar nicht so einfach, hier alles alleine zu machen. Na gut, passt schon. Okay, der Gutschein für den 25-Euro-Gutschein von Tabletop-Verkauf geht heute an. So, und wer Glücksrad kann liken, sollte ich mal sagen. Mr. Lucky. Ja, warum auch nicht? Lucky, schreib mir bitte im Discord und dann sende ich dir alles Nötige zu und dann kannst du ganz schnell den Gutschein einlösen. Danke für alle fürs Mitmachen. Wir machen nächste Woche natürlich wieder einen Gutschein raus und noch mehr Sachen. Also ich meine, demnächst kommen auch, es wurden jetzt am Wochenende Custodes und Orks angekündigt. Wenn die rauskommen, gibt es auch wieder hier Specials auf dem Stream und große, große, große Glücksrade. So. Ich möchte natürlich nicht nur unserem Sponsor. Nee, wie machen wir das? Genau, wir wollen nicht nur diesem Sponsor danken, sondern wir wollen auch unseren anderen Sponsoren danken. Wenn ich den finde. Wo sind unsere anderen Sponsoren? Sind die hier? Ah, hier sind die. Zack, zack, zack. Da, hervorragend. Genau, nämlich der Red Button. Malte klimpert sonst jetzt immer so schön mit den Buttons. Wenn ihr 40K spielt, solltet ihr so einen Button haben für eure Armee, damit ihr anhaltende Effekte gut darstellen könnt. Und vor allem den wichtigsten Marker, den Battleshock-Marker. Wenn man aus einem Transporter aussteigen musste, weil er zerstört wurde, ist man Battleshocked. Habt einen Battleshock-Marker, um das darzustellen. Und noch viele andere für, wie gesagt, alle anhaltenden Effekte. Ist auch auf den meisten Turnieren inzwischen Pflicht, dass man für anhaltende Effekte, die während des Spiels dazukommen, also nicht, wenn ihr ein Upgrade habt oder so, oder eine Aura. Aura gibt es nicht mehr, aber so ein Leader-Buff. Aber wenn ihr jetzt irgendwie -1 zu Wut nimmt, dann nehmt euch doch mal einen Button dazu, legt den da hin, damit das nicht wieder vergessen wird. Genau. Dann außerdem bedanken wir uns bei Armybox, die uns mit Boxen unterstützt haben, mit denen wir schon bis nach Atlanta, in, London und Belgien unterwegs gewesen sind. Also die passen auch in Flieger. Sieht ziemlich groß aus, aber passt tatsächlich genau rein. Und nicht nur eine Wotan-Armee, sondern noch viel mehr. Und zu guter Letzt natürlich bedanken wir uns an Schadenmanagement Gerhard. Danke, Live. So, und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen und das nämlich auf Patreon, indem ihr einfach ein Patreon werdet, 5 oder 10 Euro pro Monat seid ihr dabei. Ihr könnt YouTube-Mitglied werden und ihr könnt natürlich auch einfach uns hier während des Streams einfach einen Superchat dalassen oder auch eine PayPal-Spende. Für PayPal ist der Link auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr Unterstützer seid auf Patreon oder YouTube, werdet ihr übrigens auch sofort, sobald ihr YouTube oder Patreon mit eurem Discord-Account verknüpft habt, beziehungsweise ihr müsst Discord mit YouTube verknüpfen und Patreon mit Discord, je nachdem, was ihr halt macht, dann bekommt ihr die Rolle und den Zugang
in den für unseren Supporter Discord. So, ja, genau. Raphael sagt es gerade, Raccoon Rumble wurde ausverkauft. Vielleicht sollte ich das, soll ich es nochmal auf den Stream packen? Haben wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube noch nicht, ne? Also wir haben letzte Woche kurz drüber gesprochen, ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Das Raccoon Rumble, Leute. Das startet wieder dieses Jahr. Wir sind auch wieder dabei, wir werden es auch wieder streamen. Und steht es hier irgendwo? Genau, Ticketverkauf, Countdown ist abgelaufen. War jetzt am Wochenende, war am Samstag um 16 Uhr. Ich hoffe, ihr habt Tickets für euch kaufen können. Das Ding ist ausverkauft. Die haben, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, 200 Tickets pro Teilnehmer. Es wird richtig voll, es wird dann, also pro Spiel, dann sind wir bei 400 Leuten. Letztes Jahr hatten wir 350, was auch schon richtig krass war. Und ich habe mir sagen lassen, dass damit der Komfort und die Qualität des Turniers nicht leidet, sondern die haben noch Platz gefunden mit einer besseren Anreihung. Und es kommen am Ende, was sind denn das denn? 25 hier mehr, da 25 mehr. Am Ende ja auch nur 25 Tische dazu. Es wird wieder zwei Streams geben. Wir machen Vorberichterstattung. Das wird ein mega geiles Event. Das Essen wie letztes Jahr und so weiter. Wenn ihr noch kein Ticket habt, gibt es eine Warteliste? Weiß jemand das? Wieso weiß ich das nicht? Nicht verfügbar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es eine Warteliste gibt. Ach so, Warteliste soll im Lauf der Woche kommen. Sehr gut, okay. Danke Kanonenfutter. Ja, wenn das so ist, schreibt es doch mal hier in den Chat, damit wir die auch hier verteilen können. Und wenn ich es höre, packe ich es halt auch hier online, also auf dem Stream, damit ihr das auch nicht verpasst. Ich nehme mal an, dass hier das ist wahrscheinlich auch ausverkauft, oder? Ja, Age of Sigma ist auch ausverkauft. Also Leute, 400 Leute. 400 Leute. Was sagst du, Yannick? Ich glaube, wenn die Warteliste auch ein Turnier macht, sind wir auch bei 400 Leuten. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie gut Age of Sigma die neue Edition ist. Vielleicht springen auch die ganzen AOS-Leute wieder ab. Ich hoffe es nicht, aber. Da gibt es einen großen Parkplatz. Vielleicht kann ja irgendwer Zelte, so große Zelte organisieren und dann das die Nebenveranstaltung machen für Leute, die nicht reingekommen sind. Ja, nichtsdestotrotz, also wenn ihr kein Ticket mehr kriegt, dann, wie gesagt, ihr könnt über den Begging Hits Livestream dann gut von zu Hause verfolgen, was da abgeht. Okay, jetzt muss ich mal wieder den Faden finden. Genau, wir waren hier und wir sind schon, ja, wir sind in Loben. Alpine Cup 2024. Letztes Jahr waren Malte, Jan, Arne und mit wem waren wir denn noch? Achso, und Immo waren wir da. Da war es noch irgendwie. Also es war schon ein Teamturnier. Fühlte sich aber auch nicht größer an als die anderen Teamturniere. Vorhin war damals, fand ich, so ein bisschen, war so eine Sporthalle, war ein bisschen eng. Also es war eine andere Sporthalle. War so eine quasi erst wie so eine Schulsporthalle. Und wir waren da, wir haben auch berichtet und war irgendwie cool. Ja, aber es fühlte sich, also ich war halt auch schon viel in Prag, auf anderen Teamturnieren und ja, war irgendwie, ja, okay, cool. Da gibt es halt regelmäßig das Teamturnier. Ich glaube, das Jahr davor war Malte schon, also Malte war schon 2022 da. Und genau, dann war das halt so ein Teamturnier. Und jetzt ist es halt nicht nur so ein Teamturnier, sondern einfach ein 360-Personen-Teamturnier geworden mit richtig vielen verschiedenen Ländern, die präsent sind. Und das ist einfach der Hammer. Also, wie gesagt, das habe ich noch nicht erlebt, so ein großes Teamturnier. Ich muss mal gucken, wie viele Länder haben wir. Kann ich das hier irgendwie, ja, wahrscheinlich könnte ich das hier machen. Muss mal kurz hier. Im Schnelldurchgang mal kurz mal gegenzählen.
Wie viele Länder hatten wir denn? Das eins weniger. 20 verschiedene Länder. Das ist halt eine, also Leute, das ist halt eine halbe WTC, was quasi die Länderpräsenz angeht. Und das ist halt mehr als eine WTC, was die Teilnehmer angehen. Ja, nice. Paul von Zugzwang, auch übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch, richtig geile Performance von euch, schauen wir uns ja gleich direkt an. Und er sagt, Leoben war mega. Und der Stream war auch super. Leute, ich hoffe, ihr habt auch geschaut. Wer es nicht gemacht hat, das packe ich jetzt auch direkt nochmal hier rein. Wargames Live, wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr kennen, müsst ihr schauen. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, was macht ihr denn eigentlich mit eurer Hobbyzeit? Es war ein super Stream. Der Joe macht das super. Es ist der Wahnsinn, dass er bis nach Österreich gekommen ist. Ich habe rausgehört, dass er auch wieder in Belgien bei der WTC dabei sein wird. Also das ist echt echt super geile Entwicklung für Competitives 40K. So, jetzt aber, ich habe ja viel rumgeredet. Kommen wir mal zum Eingemachten. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich's starten soll. Leute, fangen wir. Ja, genau. Bei Wargames hat einer 500 Euro gespendet. Ja, richtig geil. Ja, da kommen auch richtig viel zusammen und ich finde es richtig gut, weil das muss halt auch, also das muss dem Joe halt auch finanziert werden, weil der macht das Vollzeit, der macht nichts anderes. Der gibt eine Menge Sachen auf, um das zu machen. Was hat der in einem Stream erzählt? Ich glaube, das Doppelte seines Fluges musste er nochmal für das Equipment zahlen oder sowas. Und er muss auf jeden Fall direkt fliegen, weil sonst kostet das Equipment nochmal so viel, weil der hat halt sein komplettes Equipment mitgebracht. Der hat halt quasi da nichts gespart. So. Das heißt, der hat da irgendwie so eine riesige Box wahrscheinlich, die er in den Flieger reinmachen muss. Und das ist halt nicht hier plus 60 Euro Luggage oder irgendwie sowas, sondern kostet ordentlich. Okay, gut. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Singleplayer-Turnier an. Ja, wir fangen mit Singleplayer an und Armeeverteilung. Ich habe mir die Armeeverteilung vorgenommen. Sorry, Leute, muss hier alles gleich alleine machen. Genau, also erstmal Meta. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Aber wir holen uns nochmal ins Gedächtnis. Wir haben hier in Blau das Singleplayer-Turnier und in Rot das Team-Turnier. Die meistgespielte Fraktion im Team und im Single waren Necrons. 13% und 14%. Mit tatsächlich, finde ich auch, also wenn man überlegt, dass Space Marines auch noch sozusagen aufgeteilt ist in verschiedene Attachments, eigentlich mit einem guten Abstand. Danach war im Team, zweitmeiste waren Space Marines. Im Single waren es tatsächlich die Custodes. Hatten wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, dass die Custodes vielleicht zu viele Konter haben, dass die Leute die dann im Team mitnehmen. Aber ich meine, 10% Custodes ist auch immer noch, die drittmeist mitgenommene Fraktion. Achso, Matthias schreibt, war nicht das ganze Equipment, aber noch ein zweiter Streaming-Table, den er sonst dabei hat, den hat er zu Hause gelassen. Ja, okay, gut. Gehen wir zurück zu den Fraktionen. Also, wir haben viele Astra, wir haben viele Death Guard. Wir haben nochmal mehr Grey Knights. Und wir haben richtig viele Thousand Suns. Und die werden wir auch gleich sehen. Die haben richtig gut abgeschnitten. Und Thousand Suns haben sich, ja, also ich finde, die sind so ein bisschen dabei angekommen, was, ich weiß nicht genau, war das beim, ich habe das Gefühl, das war schon beim vorletzten Balanced Starter Slate, wo wir eine Tierlist gemacht haben. Aber jetzt ja eigentlich auch wieder, dass quasi die Thousand Suns eigentlich nicht richtig genervt wurden. Beim vorletzten Mal wurden der Magnus ein bisschen teurer. Beim letzten Mal haben sie einfach keine Änderung erfahren. Und sie waren halt einfach vorher schon gut. Und ja, die haben einfach eine gute Position im Meta. Sehen wir noch irgendwelche starken Unterschiede? Ich glaube, der starke Unterschied ist, dass im Single viel weniger Space Marines dabei sind. Erklärung habe ich dafür keine, wenn ihr davon was wisst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein großes Turnier haben, auch mit so vielen Teams, wo ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass sie das erste Mal gespielt haben. Also schreibt gerne mal im Chat, wenn ihr euer erstes Teamturnier oder erstes Fünfer-Teamturnier
mit dem Alpine Cup gespielt habe, weil, also mein Gefühl ist halt, dass wir das, dieses Turnier müssen wir anders analysieren und anders verstehen als eine WTC. Also wir haben ja auch für WTC schon mal richtig viel Content gemacht, irgendwie über einen Monat mal uns jede Gruppe mal so angeschaut, und da muss man halt auch immer, also selbst sozusagen bei den Underdog-Teams davon ausgehen, dass die sich dann einiges an Mühe, also nicht Mühe, sondern dass das quasi sehr stark optimiert ist. Und ich weiß es halt selber, dass man, also, oder ich weiß jetzt gerade von Malte, der jetzt als Coach vom Team Germany ja auch versucht, selbst die Pros auf alle möglichen Teamsturniere, also während er die alle möglichen Leute auf Teamturniere schleppen versucht vom Kader, ist nicht so einfach, es immer alle Leute zusammenzukriegen. Und ich vermute halt, dass einfach auch oft einfach, also Space Marines hat halt jeder, da nimmt man halt auch mal Space Marines mit. Also anders kann ich mir nämlich die Space Marines, dass sie so viel mitgenommen haben, nicht erklären, weil sonst müssen wir sagen, die haben alle was falsch gemacht. Und wenn wir, okay, wie machen wir das? Wir machen das hier rüber, genau. Wir gehen nämlich jetzt mal hier rüber. Das hier, liebe Leute, ist mein Überblick, und ihr seht einen Haufen Tabs, über den Alpine Cup 2024, und ihr werdet auch dieses Ding nachher geteilt haben. Ich werde das ganze Dokument rausschicken, und ihr könnt euch da alle auch an den Daten teilhaben. Und hier beim Team sehen wir nämlich, die Space Marines, die sind mit 46% Winrate und nur 9 Punkten im Durchschnitt pro Spiel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sagt mir mal bitte was. Ich habe mir einen Haufen Mühe gegeben. Wäre schade, wenn die Sachen verloren gehen. So sieht man was. Ja, das sieht ganz gut aus. Eine Armee, die einfach nicht so gut abschneidet. Also die schneiden so gut ab wie Imperial Knights. Und ihr seht, es haben 45 Teams Space Marines mitgenommen, aber es haben nur 4 Teams Imperial Knights mitgenommen. Genau. So, das ist erstmal der Blick aufs Team. Wir schauen da gleich nochmal mehr rein. Und ihr könnt euch, wie gesagt, das alles auch nochmal im Team anschauen. Bevor wir zum Team kommen und da weiter reingehen, würde ich mal beim Single anfangen. So, beim Single, ich glaube, das ist das falsche Ding hier, wollen uns das hier anschauen. Wollen uns anschauen. So, wir hatten ihn als Favoriten. Malte hat ihn als klaren Favoriten und er ist auch einfach durchgestampft. Liam hat die Eldari-Liste gespielt, von der wir eben gerade schon ein bisschen gesprochen haben, mit den ganz, ganz, ganz vielen kleinen MSU-Einheiten. Und ja, der hatte sein schwerstes Spiel in Runde 1 gegen, was war das? Ich glaube, es waren Necrons. Genau, gegen Canoptic Necrons. Sonst hat er 20-0, 20-0, 18-2, 20-0. Und ihr habt das auf dem Stream auch sehen können, noch das Finale. Nochmal 17-3 gegen Thousand Suns, was auch definitiv kein einfaches Matchup ist. Auch nochmal richtig. Nee, das war das. War das Finale? Doch, Thousand Suns war das Finale. Ja, genau. Thousand Suns, ja, 17-3 gewonnen. Genau. Jetzt habe ich das Gefühl, ich springe wieder zu viel, aber die Diskussion habe ich jetzt eben gerade selber gestanden. Matthias ist im Chat, freut mich sehr. Hi Matthias, dass du da bist. Er sagt, vielleicht wurden die ja vermehrt gestellt, die Space Marines. Das ist tatsächlich sehr interessant. Wir können uns das nachher mal anschauen. Ich habe leider natürlich nur die Daten, die öffentlich zugänglich sind, deswegen kann ich das von den meisten nicht sagen. Ich bin gerade von den Teams, wo ich Kontakt habe, ein bisschen die Daten am Suchen, um zu schauen, wie das, was das für eine Auswirkung bekommen hat. Ich kann schon mal, jetzt springe ich, gehe ich jetzt doch rein, doch, ich kann schon mal sagen, was wir nämlich auch hier haben. Ich habe alle Daten von den Spielern. Und wir haben hier den bestperformsten Alex Harrison mit den Iron Spear. Und der hat auf Map 1, 1, 3 und 2 gespielt und hat Sisters, Thousand Suns, Thousand Suns, World Eaters und andere Space Marines besiegt. Ich weiß nicht, ob das auf Steller spricht, dass er mehrfach auf der 1 gespielt hat. Ihr könnt, sage ich nach dem Stream gerne auch nochmal tiefer reinschauen und gucken, was sind das die Tische? Sind das Tische, die sind favorable
also vorteilhaft für die Einstorm-Liste und ist deswegen sein Ergebnis so gut. Er ist nämlich auch 5,2 Punkte über dem Durchschnitt an den Punkten, die er pro Runde eingespielt hat. So viel zum Team, gleich mehr zum Team. Liam hat gewonnen, Liam hat alle eingemacht. War keine Überraschung. Richtig starke Performance. Wir haben am Ende viele Thousand Suns und Necrons oben gehabt. Wir haben hier Paul Neuburger von, der eigentlich ein Franzose, ich dachte die ganze Zeit, er wäre in Deutschland, habe ihn die ganze Zeit wahnsinnig in irgendwelchen Rankings gesucht. Ist im Finale gespielt, hat sehr stark aufgeprumpft. Wir haben hier unseren Gewinner vom Kassel-GT, da noch mit Chaos Space und jetzt mit Necrons, mit einer Knapp-Deck-Liste. Der hat richtig stark aufgespielt, hat nur gegen Arne einen Draw gespielt. Arne bringt seine Thousand Suns und hat auch nur gegen Jakob Janssen einen Draw gespielt. Dann haben wir noch mehr Necrons. Hier Paul von Zugzwang, Florian, Flojo mit den Grey Knights, die Liste von Malte, richtig stark performt hier, auch nur ein Draw. William Furiman, der mit seinem Team Brianz, auch im Team, was wir nachher sehen werden, auch richtig stark abgeliefert hat. Die haben sich bis ins Finale gespielt, wo sie dann ein bisschen untergegangen sind, aber trotzdem sehr, sehr, sehr starke Performance von den Schweizern hier. Ja, und dann kommt nochmal ein Sister und wir haben gesehen, Sister können stark sein, Sister können sogar Necron schlagen und damit, der hat zum Beispiel Walle geschlagen auf Stream, kann ich sehr empfehlen. Und hier kommen noch mehr Necrons und hier kommen noch mehr Thousand Suns. Und ich glaube, wir haben jetzt, was hatten wir? 3 Thousand Suns, die in den Top 8 sind und die quasi keine richtige Niederlage haben und wir haben Necrons 2 Necrons, also dann haben wir einen mit noch los. Ja, 2 Necrons hier oben. Also, ich fand, die haben sich echt gut hochgespielt. Und sorry, wenn ich versuche mal gerade das so durchzumachen und dann gehe ich auf eure Fragen im Chat ein. Und jetzt schaue ich mir an mit euch, wie sind denn, also das waren die Top-Platzierungen. Und ich finde immer das Spannendste, und das habe ich jetzt versucht, mal für euch richtig vorzubereiten. Ja, wo sind denn eigentlich am Ende wo ist die Fraktion geblieben? Wie steht die Fraktion da? Und was ist quasi das Bestmögliche, was wir mit der Fraktion rausholen können? Also wir haben ja erstmal direkt ganz oben den Ausreißer. Also ihr müsst das so lesen. Hier links seht ihr die Fraktion. Dann seht ihr erst die Spieleranzahl, die durchschnittliche Win-Rate der gesamten Fraktion, die durchschnittlichen Punkte der ganzen Fraktion. Und dann seht ihr die Daten für den besten Spieler, den besten Faction-Spieler mit dieser Fraktion. Und hier haben wir direkt einen Ausweis. Wir hatten nur einen Admech-Spieler. Der hat es geschafft, 3 Siege und einen Unentschieden zu spielen. Ist am Ende auf Platz 23 im Single gelandet. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also wir sehen, es gibt irgendwie mal einen Admech und der ist gar nicht so schlecht. Ja, ob jetzt Admech auf 70% Rematch wäre, wenn wir das spielen, weiß ich nicht. Weil vorhin, weil wir sehen, gucken uns mal die anderen besten Faction-Leute an. Da sind eine Menge Leute, die weit über den Admech sind. So, also man kriegt nicht eine 70% Winrate, wenn man Admech spielt, sondern wahrscheinlich eher mit Thousand Suns, Necrons, Wotans, Sisters oder Grey Knights. Ja, dann sehen wir hier oben ganz 12, als nächstes unser erstes richtiges Ergebnis, was wir für die Einzelspieler-Performance sagen können. Von den Thousand Suns haben wir 12 Leute da gehabt und die haben richtig gut performt. Die hat eine Winrate von über 60%. Das ist richtig hoch, das kennen wir. Also 60% haben wir selten. Durchschnittlich ungefähr 11 Punkte im Spiel gemacht. Und unser bester Thousand Sun war auch der Zweitplatzierte, der nur im Finale verloren hat, der Paul, der Franzose, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe. Ja, tatsächlich ist dann, also als nächstes haben wir Eldari. Und selbst wenn wir nicht nur Liam nehmen, also Liam hat halt einfach alle weggemacht, der hat hier durchschnittlich 18 Punkte pro Runde gemacht, sind auch die anderen Eldari nicht so schlecht abgeschnitten. Und damit ist Eldari die zweitbestperformste Fraktion auf dem Singleplayer-Turnier, wenn wir eben hier den Ausreißer, wo nur ein Spieler war von Admech, einfach mal rausnehmen. Und ja, das
Also das freut mich natürlich als Elnari-Spieler auch zu sehen, aber das freut mich auch ein bisschen zu sehen, weil wir haben darüber schon mehrfach gesprochen, dass wir jetzt zuletzt in Deutschland auf den Turnieren noch die Elnari vermisst haben. Wir sagen, es gibt Builds, die kann man spielen, genau die Sachen, die in die Richtung von Liam gehen. Aber wir haben tatsächlich auch zum Beispiel bei den Engländern nochmal andere Sachen gesehen, die weniger aggressiv sind, vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, also wo man nicht so auf 6 Zoll zum Gegner muss, um das Spiel zu gewinnen. Aber trotzdem eine gute Winrate hinlegen. Also Eldari, stark. Und dann würde ich mal am besten erstmal hingehen und gucken, wie sind denn die meist vertretenen Fraktionen. Also wir haben hier Necrons. Necrons, Custodes und Space Marines und Grey Knights. Und Necrons, gute Wahl, die sind über 56%. Der beste Necron ist Dritter geworden. Und die sind haben richtig stark performt. Bei den anderen Sachen, Custodes und Space Marines sind eher so unten. Nicht so die starken Fraktionen. Bei den Custodes ist auch der beste nur 19. geworden. Space Marines haben wir einen, der hat es noch geschafft, in die Top 20 zu kommen, in die Top 15 zu kommen, mit auf dem 12. Platz. Und der hat. Das kann ich mal direkt schauen. Ich habe nachher auch nochmal die Detachment-Aufteilung. Beziehungsweise kann ich doch direkt hier schauen, muss ich gar nicht rübergehen. Fragt euch bestimmt, was hat er denn für eine Subfaction gespielt? Das ist hier Matthias Moore. Und hier haben wir nämlich die Aufteilung nochmal nach allen. Ups, das mal kurz hier. Warum machst du das? Tu das nicht. So, hier für den Singleplayer die Aufteilung nach den Subfactions. Und wir haben hier Matthias Moore, genau, mit Sons of Sanctinius. Da hatten wir tatsächlich auch 3 da. Und das ist auch die best-performste Spaceman. Das best-performste Spaceman Detachment gewesen. Also nicht Ironstorm, nicht den Gegner von der Platte ballern im Single, sondern mit vielen Springer-Einheiten und starken Nahkampfeinheiten, die gut abtauschen können, weil sie billig sind und für so 5er, 6er Squads schon bei einer Einheit beim Gegner rausnehmen können. Gut, die können einfach gut performen und uptraden. Und die genaue Liste will ich direkt mal hier highlighten. Wo haben wir sie denn? Achso, falsches Tab. Hier. Genau, das war eine Liste. Wie gesagt, Sons of Sanguinius. Wenn man angreift, plus 2 Stärke und plus 1 Attacke. Ein Captain, der zu Fuß läuft und der läuft dann nämlich mit einem Assault Intercessor Squad rum. Einen Chaplain mit einem Jump Pack. Einen Priester, die gibt hier plus 1 to Wound. Was macht noch ein Priester? Ich glaube, der macht AP mehr und Fino Pain. Den Sanguinior für komische Sachen, die man in der Fightways machen kann. Kleine Assault Intercessor Squads. Und nur 2x5 Dev Company, interessant. Also, die dann wahrscheinlich genau einmal den Sanguinischen. Ach, genau, die Liste hatten wir doch letzte Woche schon. Einmal. Nee. Wo kommt denn das hin jetzt? Ist das hier nicht der mit Jump Pack? Der hat keinen Jump Pack. Der hat auch keinen Jump Pack. Wir haben nur einen mit Jump Pack. Wo geht denn dann der? Der Chaplain kann auf jeden Fall schon mal in eine der Einheiten reingehen und der Captain kann auf jeden Fall auch hier reingehen. Aber wo rein der Priester dann geht, weiß ich nicht. Vielleicht geht der Priester auch hier rein. Dann weiß ich aber nicht, wo der, wie heißt der hier, der Chaplain reingeht. Na gut, vielleicht rennt er auch alleine rum. Auf jeden Fall haben wir hier quasi abtauschende Nahkampfeinheiten. Ja, also 4-mal Sprungtruppen und 1-mal Assault Intercessor. Wir haben 2 Gladiator Lancer. Wir haben einmal Inceptors, einmal Infiltrator, einen Redeemer. Da kommt wahrscheinlich die 10er-Einheit rein mit den Assault Intercessors, für die dann mit Full Wound Rewards auch echt gut zuhauen. Außerdem kriegen die noch Lance und Lethal Hits, weil sie einfach ein Treasure dafür ausgeben. Und das macht dann echt ganz gut Schaden. Und wir haben 2 Scouts und einen Gladius. Ja, also das ist auf dem Single von den Spaceman-Listen.
Von den Spacemen Listen und auch den Detachments, die erfolgreichste. Und das heißt, vielleicht sehen wir wieder mehr Nahkampf von den Spacemans. Der Priest kann da auch sein. Ah, okay. Typ P, danke. Sagt, der gibt Phino Pain und plus 1 AP. Und der kann dann auch in die Assault Intercessor rein. Ja, nice. Okay, das gefällt mir natürlich gut. Dann haben wir da was? 30, 40 Attacken, Stärke 6, plus 1 to Wound, Lethal Hits, Full Hit Rewards durchaus und was haben wir noch gesagt? AP 2 und Phino Pain hat die Einheit auch noch und dann haben wir mehrere Phino Pain Einheiten. Ja, nice. Okay, das ist so der erste Einblick. Ich glaube, ich kann mal gucken, was ihr noch geschrieben habt. Clayson fragt, meinst du, Liams Liste ist die stärkste Eldari-Liste im Moment im Vergleich zu Inari oder hat das mehr mit dem Piloten zu tun? Liam, Kayo antwortet schon, er meint eher, der Pilot macht das. Also ich glaube, Liams Liste ist ultra stark, aber muss natürlich immer, also bei 40k ist immer eine Sache, man kann viel theoretisch in abstrakter Form über Listen sprechen, aber am Ende werden Listen immer von Spielern gespielt oder Spielerinnen. Und das Wichtige ist, dass du eine Liste spielst, mit der du gut spielen kannst. Wenn du jetzt unendlich viel Zeit hast und dir quasi sagst, ich möchte gerne in einem Jahr Liams Liste, sozusagen, ich möchte gerne die beste Liste spielen und dann heißt es vielleicht, spiel jetzt Liams Liste und spiel die ein Jahr lang, damit du dich dann komplett sozusagen in diese Liste reingesetzt hast und dein gesamtes Gehirn und dein Körper ist sozusagen zu dieser Liste geworden. Wie das bei Liam ja schon der Fall ist, der spielt halt mega viel und er spielt halt auch mega intuitiv. Aber das ist natürlich auch nicht realistisch, weil in einem Jahr spielt man schon wieder andere Listen. Von daher würde ich sagen, ja, die Liste finde ich sehr stark auf einem Spieler, der sehr schnell spielen kann und auch gerne aggressiv spielt. Ich würde sagen, die anderen Listen sind aber auch stark und man kann auch durchaus die Liste von Manichima, die ja mehr Schaden macht, über indirekten Beschuss, Hit-and-Run-Manöver und sich weniger ausgibt. Keine Ahnung, ich glaube, die kann ich gar nicht genau vergleichen. Ich glaube, da kann ich mir sogar jemanden vorstellen, also dass der quasi, also ich glaube, das ist eher so ein bisschen, eigentlich das ist eher so ein bisschen meine Default-Liste, also Sachen, zu der ich mich automatisch hingezogen fühle, so ja, den eher so Schaden verweigern und nach den Gegner auseinandernehmen. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, genau, die finde ich sehr stark. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die am Ende stärker ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Muss man da mal sehen. Genau. Ah, hier haben wir noch die Antwort zu dem First Defender-Sache. Ja, die Ironstorm waren tatsächlich auch immer First Defender. Und das ist wieder Team und Team machen wir gleich. So, damit haben wir den ersten Überblick. Wie gesagt, Daten kriegt ihr alle hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, ich mache das mal direkt schon, damit ich... Dann könnt ihr nämlich nebenbei auch gerne schon mal reinschauen. So. Muss man eben freigeben. Dann können wir gleich zusammen in den Sachen zum Team richtig stöbern. Weil wir wollen ja eigentlich nochmal woanders hin. So, dann Share, Copy Link. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne schon mal reinschauen. Ist jetzt im Chat. Was sehen wir noch? Achso, ja, wir sehen, dass die Tyranniden alle nur Invasion Fleet spielen und zufällig einer geschafft hat, sozusagen über dem Durchschnitt der Tyranniden zu kommen, aber. Also wir sehen hier keine besseren Ergebnisse für Invasion Fleet. Und interessanterweise sehen wir auch hier, also ich finde es, beim Team sieht es, glaube ich, gleich nochmal krasser aus. Also wir haben hier 7 Hypercrypt, 12 Canoptic. Hypercrypt ist ein bisschen stärker von der Performance insgesamt. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde sagen, wir schauen mal uns an, ob das am Team auch so hält. Und
Ansonsten wäre es das erstmal von meinen Highlights von hier. Wenn ihr noch was habt, stellt es gerne hier rein. Ich würde mal jetzt zum Teamturnier übergehen. So, beim Team haben wir nämlich Folgendes. Das machen wir, schauen wir uns hierüber an. Ja. So. Hier gucken wir rein. Ja, sehr gut. Okay. Ich hoffe, wir können das alle sehen. Das ist zu klein. Wenn es zu klein ist, sagt mir das Bescheid. Ich mache es noch ein bisschen größer. 130. So, ja. Also, wir hatten 360 Personen am Start. War richtig voll. Wir haben ein englisches Team, das gewonnen hat, was wir uns letzte Woche auch schon als einer der Favoriten auserkoren hatten, die alle aus WTC-Spielern vom Team England bestanden. Also, ich glaube, einzig Nazim hat, glaube ich, erst eine WTC gespielt. Die anderen haben bestimmt schon alle drei oder mehr gespielt, mindestens. Die haben interessante Listen gebracht. Die haben als auch nichts komplett anderes von den Fraktionen hergebracht. Wir haben über Grey Knights viel gesprochen, dass sie sehr stark sind. Wir haben gesagt, Astra gut im Team, Eldari wussten wir, Necrons und ja, der Blackstorm, Black Templar Ironstorm. Die Listen an sich fanden wir dann doch ein bisschen nochmal außergewöhnlicher. Und die Einschätzung von jetzt von Malte und mir war, die haben zum einen besser gespielt als alle anderen und damit verdient gewonnen. Und zum anderen haben sie auch einfach nochmal bessere Listen gehabt. Also die Liste von Josh Roberts zum Beispiel, die Necron-Liste, das mag ich mal hier rein, das ist eine Canaptic-Court-Liste. Ich glaube, ich meine, ich hatte ihn zuletzt noch mit anderen Sachen gesehen. Und die seht ihr jetzt hier. Das ist eine, also das sieht irgendwie auf den ersten Blick so aus, ja, okay. Wo ist es? Ja, okay, hier und, nee. Was ist das denn hier? Da ist Josh Roberts. Genau, hier. Sieht nach einer Liste aus hier. 18 Wraiths, okay. Doomstalker, nur zwei Doomstalker. Ja, aber dann hat er noch Immortals dabei. Okay, Immortals, Biddich, OC, was machen die? Ja, mit dreimal Plasmancer und Illumiseras. Und plötzlich kommt nochmal irgendwie eine andere Art von Schaden. Es kommen Mortal Wounds dazu. Es kommt Beschuss gegen leichte Infanterie. Es kommt OC dazu. Es kommen Einheiten, die sich nochmal bewegen können, nachdem sie beschossen haben. Also interessant. Irgendwie nochmal ein anderer Ansatz. Nochmal eine Weiterentwicklung. Während quasi, also solche, jetzt nichts gegen Valentin, aber Valentin hat quasi einfach genau die Liste gespielt, die er auf allen drei letzten Turnieren gespielt hat. Gucken wir mal in die Space Marine-Liste nochmal rein. Von Alex Harrison, die ja auch ein ganzes Stück über den Space Marines performt hat. Ich glaube, ich muss mal meinen. Kann ich euch meinen Bildschirm, meinen ganzen Bildschirm scheren? Ja, ich teile jetzt mal meinen ganzen Bildschirm. Ich muss hier viel zu viel hin und her machen. Das geht so nicht so. Wir machen hier den Entire Screen. Da. Das ist doch in Ordnung. Okay. Und wenn ich jetzt hier klein mache. Ah, okay, ja, passt. So, dann kann ich nämlich jetzt mir hier das zurechtsuchen. Genau, das sind die Liste von Alex Harrison. Und wenn wir hier bei Alex Harrisons Space Marines schauen, der ist der hier. Der hat durchschnittlich 14 Punkte erspielt. Und im Durchschnitt haben aber die Black Templar Ironstorm Listen. Ne, den Durchschnitt haben die
Doch, die Black Templar 1 Journalisten müssen das gewesen sein. Nur 9,2 Punkte gespielt. Das heißt, er war 5,2 rüber. Das heißt, er hat viel besser die Punkte erspielen können für, als alle anderen Space Marine Spieler. Wir haben gerade eben schon aus dem Chat gehört. Ja, das lag daran, dass, wer hat das hier geschrieben? Genau, Mr. Frog, Dankeschön. Dass sie den immer als First Defender gesetzt haben. Was heißt First Defender? First Defender heißt, der wird als erster gestellt. Er darf sich dann einen Tisch aussuchen, kriegt aber alle möglichen Matchups auf sich reingeworfen. Also der Gegner darf sagen, zwei Matchups hier, du musst einen davon wählen. Das heißt, er hat nicht so viel Map-Wahl, nicht so viel Matchup-Wahl, aber er hat dafür mehr Map-Wahl. Und das ist eine Liste, die richtig viel schießen möchte und sich dann den offensten Tisch nimmt. Und nimmt tatsächlich auch manchmal, das ist auch eine Sache, dann kann man sich für die anderen Matchups noch den offenen Tisch weg. Ich mach's mal kurz ein bisschen kleiner. Sieht man alles, okay. Ja, und die Liste ist zweimal Impulsor, zweimal Lancer, zweimal Reaper, dreimal Valiant und nochmal zwei Predators. Also ich glaube, wir sind viel mehr zurück bei dem, wo wir mit Kevin mal richtig angefangen hatte, nämlich mit den maximal vielen Fahrzeugen, die schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Beschussfahrzeuge plus noch zwei Impulsoren, wo tatsächlich auch inzwischen ja mit Eliminatoren doppelt rausgeschossen wird. Tatsächlich sogar jede Runde, oder? Weil man jede Runde kann man aussteigen, schießen, wieder einsteigen und dann nochmal schießen. Also, ja, das schießt halt ordentlich. Wenn wir uns mal die Matchups anschauen, das vielleicht auch, habe ich eben schon mal gesagt, hat gegen Sisters gespielt, gegen Thousand Suns, gegen Worthies und gegen andere Space Marines. So viel dazu. Und ja, wahrscheinlich ist die Frage jetzt, wenn die Tische offen sind, sind dann die Space Marines eigentlich noch gut genug oder müssen sie von Alex Harrison gespielt werden? Und ansonsten sind sie bei, wo haben wir das hier? Das ist Singles. Ach genau, das habe ich mir gar nicht angeschaut. Ja, perfekte Überleitung. Guck mal hier, Leute. Ansonsten sind nämlich, das ist jetzt hier Team, Achtung, das sind jetzt die Teamstatistiken. Ansonsten sind, machen das doch mal direkt mal mit Detachments, Black Templar Ironstorm mit 11 Leuten, die beim Team waren, gerade mal bei 37%. 47%, genau. Ah, und hier übrigens mein Faction Average war berechnet auf das ganze Fraktion, nicht nur das Detachment. Wenn man es mit Detachment anschaut, ist es ja noch krasser. Also, irgendwas scheinen die anderen Teams alle falsch gemacht zu haben. Falls hier jemand mit dem Team da ist, die auch Blackstorm Ironform dabei hatten, schreibt es gerne mal in den Chat. Wie habt ihr die gestellt? Oder habt ihr sie, wie habt ihr die behandelt im Pairing? Habt ihr sie nicht gestellt? Hätte sie stellen sollen? Malte, falls du inzwischen schon zu Hause bist und zuschaust, was hast du mit Max gemacht? Habt ihr Max gestellt? Ja, das scheint genau das Wichtige zu sein, was den Unterschied machen könnte. Also könnte genau den Unterschied machen, könnte aber auch einfach an den Spielern liegen. Also ich bin ja, wie gesagt, heute durch alle Listen gegangen, um mal zu schauen, was wir denn hier jetzt für Detachments haben. Weiß nicht, was du da machst. Und habe halt auch teilweise Ironstorm-Listen gesehen, die nicht ausmaximiert waren, wo ich auch dachte, dass natürlich ein Team sagt, ja, Leute, ihr müsst jetzt hier, du musst fürs Team Space Marine, also was kannst du spielen? Ja, kannst Space Marine spielen? Ja, okay, bitte spiel die beste Liste. Ja, was ist die? Ja, das ist Blackstorm, Black Ironstorm Spearhead und dann hat halt jemand nicht genau diese Modelle, die jetzt alle in der Liste sind. Genau, Paul von Team Zugzwang schreibt, ich denke, die Valiants sind echt eine Choice, damit alle Matchups spielbar zu machen, um damit alle Matchups spielbar zu machen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was ein Valiant macht. Ich weiß nur, dass es das ist, was bisher keiner gespielt hat. Bisher haben ja alle immer den Lancer gespielt, das ist die Anti-Tank-Variante, oder den Reaper, der halt die Anti-Infanterie-Variante ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in den Chat. Ich öffne mir gerade nebenbei mal die Plattform meines Vertrauens, um das nachzuschauen.
Gladiator Valiant. Der hat zwei Multimeter, Twin Last Talon und Just Wars, kann nichts wechseln. Das heißt, er hat 4 Schuss Multimeter auf 18 Zoll, ist ein ganz normaler Multimeter, und dann nochmal, also doch, der kann wechseln. Nee, kann nochmal, genau, weil er Black Templar ist, kann er natürlich nochmal einen extra Multimeter nehmen. Das heißt, er hat 3 Multimeter. Und er hat noch den Icarus Pod. Okay, das heißt, er hat 3 Multimeter, das heißt 6 Schuss Multimeter. Der hat 2 Schuss Twin Last Talon, das sind nochmal 2 Schuss Stärke 10 minus 3 wie 6 Damage, also Laserkanonen mit nur Stärke 10. Und dann nochmal Icarus Pod, auch nochmal B3 Schuss Stärke 8 minus 1, 2 Schaden. Ja, also ich, stimmt, ja, finde ich nicht schlecht. Die ist natürlich die, sind 6 Schuss Multimeter sind natürlich hervorragend gegen kleine Fahrzeuge, aber vor allem gegen die ganzen elitären Sachen. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen. Was hatten wir da eben? Damit hat er weggeschossen. Das ist die Liste. Sisters, dann sind die Rhinos ganz fix weg. Thousand Suns alle weggeballert. Ja, klar. Und die World Eaters. Ja, das sind Matchups, wo der gut die kaputt schießen kann. Ja, sehr gut. Und übrigens, ich hatte euch ja vorhin mal meine Einschätzung gesagt oder gezeigt. Die Einschätzung ist wahrscheinlich ja auch, dass er auf keinen Fall gegen Elder spielen will. Aber genau das ist die Teamsache. Die können den stellen. Der kann ein ganz tiefrotes Matchup gegen Elder haben. Und dann nimmt er die nicht, sondern nimmt immer die anderen. Und ich wette euch, der hat häufig Elder, also der hat wahrscheinlich Elder Sisters, Elder Thousand Suns, Elder Thousand Suns, Elder World Eaters bekommen. Vielleicht war es sogar schon so, dass die anderen Leute, das ist auch mal so eine psychologische Sache im Team, dass die anderen Teams dabei waren, so, ja, unsere Ironspear, die machen irgendwie nicht so viele Punkte, die sind nicht so gut. Ja, habe ich mit Thousand Suns vorhin alle weggemacht. Ja, cool, dann schicken wir mal die Elder und die Thousand Suns. Ja, geil, dann haben wir ja voll die krassen Konter, dann machen wir richtig viele Punkte. Und dann macht der halt nachher nicht die Punkte, sondern das Gegenteil. Ja, ich nehme an, dass das auch zu deren Sieg stark beigetragen hat. Weil wenn alle anderen Teams mit Iron Storm rumgurken und keine Punkte machen und dieses Team, das englische Team hier, mit dem Black Templar Iron Storm richtig viele Punkte machen, dann swingt das einfach total das. Auch die Paarung, weil man natürlich denkt, die anderen Teams denken wahrscheinlich, der macht hier so ungefähr 9 Punkte. Ja, der kommt aber mit 14 zurück. Okay. Bin noch nicht weit gekommen, bin noch bei England. Astra, was können wir zu Astra sagen? Ach, guck mal hier, die Astra, die haben gerne gegen die Elder gespielt. Was können wir noch sagen? Entschuldige, wenn ich jetzt nicht in jede Liste so reingehe. Ah, doch, wir wollen uns die Elder-Liste. Wir haben eben über Elder gesprochen. Ich glaube, ich gucke mir mal die Elder-Liste mehr im Detail an. Also, Manichima ist mit einer Elder-Liste gekommen. Wir haben schon gesagt, die ist gut. Wurde eben gefragt, ist die genauso gut oder vielleicht sogar besser als die von Liam, mit der er das Singleplayer-Turnier gewonnen hat. Wenn wir uns seine Daten hier anschauen, im Cheat haben wir er hat einmal verloren, und zwar ganz knapp gegen Thousand Suns. Vielleicht sollten wir erstmal die Liste. Leute, ihr könnt euch wahrscheinlich auch nicht mehr ganz an die Liste erinnern. Deswegen hauen wir die nochmal hier drauf. So. Liste ist Illich Nightsphere für einen Lone-Op, der sonst nicht weitermacht. Ivrain für, damit wir Inari freischalten und außerdem noch einen ganz guten Nahkampfkonter und Beschusseinheit haben. Und der spielt sie nicht wie Liam mit einer großen Einer-Player, sondern mit einer 5er-Einheit. Das reicht genau, damit die plus 1 Tumun im Nahkampf kriegt und ein paar Ablativ-Lebenspunkte hat. Und dann sehen wir hier einmal dreimal Shadow Specters, die alle Hit und Run machen können, also Fire and Fate. Also das heißt nicht Fire and Fate, aber sie können vor und danach nach dem Schießen wieder 6 zurück. Nochmal dreimal Scourges, die tatsächlich auch sehr effizient sind mit den Haywire als Inari, weil sie zwar nicht die Full Hit Rewards durch Pain Tokens bei Dokkari kriegen, aber sie kriegen halt einen Hit und einen Wound Reward und das reicht halt auch schon wieder. Dann sehen wir dreimal Warp Spin, zweimal Swooping Rocks und weil wir noch mehr nicht interaktive Waffen haben wollen,
nämlich dreimal D-Kanone. Achso, und noch mehr Haiwa. Also, diese Liste macht halt zum Beispiel Iron Storm komplett alle. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, cool. Spielt er denn auch dagegen? Nee, hat er nicht gespielt. Hat stattdessen aber gespielt gegen League of Wotan, hat die auch völlig eingemacht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Elder waren schon vorher, also vor dem Nerf, richtig gut gegen Wotan. Die Liste stelle ich mir brutal gegen Wotan vor. Also alle Saggis sind also instant tot. Dann hat er zweimal gegen Necrons gespielt. Da hat er 13 Punkte und 19 Punkte rausgeholt. Hat er gegen Thousand Suns gespielt, hat da verloren. Und gegen anderen Thousand Suns hat er 20-0 gewonnen. Ja, hat die Matches, hat nicht die Iron Storm gekriegt. Sollte eigentlich auch nie kriegen, weil die Leute das verhindern können, genauso wenig wie diese Iron Storm dagegen gespielt haben. Aber hat trotzdem solide Punkte geholt. Also mehr als solide, richtig viele Punkte geholt. Jetzt frage ich mich gerade, wie sind denn die Haywire gegen die Thousand Suns? Also die Rhinos kriegst du easy auf. Ich glaube, ich hatte mal angefangen zu rechnen, wenn, oder hatten wir, ich glaube, wir hatten das letzte Woche sogar gemacht, also wenn du die ganzen Haywire-Waffen nimmst, du hast halt 24 Schuss von den Scourges und dann nochmal 8 Schuss, also 32 Schuss insgesamt Haywire. Mit einem Hit und einem Wound Reroll sind wir dann bei, ich glaube, wir waren irgendwie, dass die nachher auch 9 Mortal Wounds oder sowas machen. Weil die halt einfach die 6 würfeln. Also wenn du da, keine Ahnung, Magnus ins Offene stellst, ist halt auch Magnus halb tot, nur von den Haywire-Waffen. Und dann springen die halt wieder weg. Und ist so ein bisschen wie, was ich vorhin meinte, zu den Hawks. Also schaut euch wirklich die Spiele von Liam in Singles an auf dem Wargames Livestream, aber eine Hawk-Einheit für 75 Punkte macht halt nicht viel Schaden. Kostet aber auch nur 75 Punkte. Aber wenn die genau da Schaden macht, wo es dir wehtut und wenn sie das dreimal macht, weil da dreimal Hawks hinspringen, ist es plötzlich wieder signifikanter Schaden. Und wenn die Scourges das machen, dreimal schießen, dann kommt halt auch wieder der Schaden rum. Und dann schießen die halt auch nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, weil die halt auch mal wieder wegspringen. Ja, und Matthias spricht es. Matthias' Analyse ist quasi hier, dass die Spectres und das Haywire kommt halt am Ende dazu, dass der Gegner immer entweder nur noch den Retter hat oder gar kein Save. Ja, das glaube ich halt auch, dass es echt gut ist, weil du schießt halt, also du schießt halt damit auch auf Custodes oder die Necrons und dann, also der Necron hat auch die ganze Zeit einen Retter und wenn du dann mit Haywire schießt, da kommt halt auch der Schaden kommt halt irgendwann einfach. Jo, das war die Elder-Liste. Astra kennen wir, da war nichts Neues. Kanadek hatten wir schon. Okay, das war das Liga-Team. Die sind richtig gut durchgegangen. Ich will nochmal kurz, weil ich das hier nicht auf meiner Sache habe, weil es einfach hier schon so gut drin ist, sagen, wer gegen wen die gespielt haben. Die haben gespielt erstmal gegen ein österreichisches Team, das Würfelkommando Nummer 1. Haben die sehr, sehr eindeutig 91-9 besiegt. Dann haben die gegen ein französisches Team gespielt, haben die 62-38 besiegt, auch eindeutig, vor allem wenn man überlegt, die haben auch an 4 Tischen gewonnen und einen Unentschieden gehabt. Dann haben die gegen Zugzwang gespielt, haben die tatsächlich auch sehr eindeutig besiegt. Alter Schwede, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Zugzwang, ja, sollte so weit zurückkommen. Wobei man da wahrscheinlich auch sagen muss, hier, ganz klar, ne, die haben hier alle, die haben wahrscheinlich zusammen 20 WTCs gespielt und hier kein einziger. Aber wichtig, Live Westermann und Chris sind, meines Wissens auch jetzt, waren ja beim Eurotrash auf dem 8er Teamturnier, also sozusagen auch schon dabei, sich sozusagen mit dem Teamturnier mehr zu beschäftigen und auch quasi keine ganz unbeschriebene Blätter mehr. Dann, also hier war ich eben, genau, viertes Spiel haben sie gegen Stacek. Genau, das ist das internationale Team hier mit dem Captain von Schottland, dem Schotten, der jetzt bei USA spielt, Brian Sepp, auch hervorragender Spieler, Antine Vanella, bester World Eater der Welt, der die ganze Zeit mit World Eater die sozusagen die Zahlen knackt, die er eigentlich nicht knacken sollte, von Team USA, Pumba, ehemaliger Captain von, oder weiß nicht, eventuell noch gängiger Captain vom Team Poland und auch Typhus, der polnische Captain von davor. Also
Ein richtig, richtig starkes Team. Letztes Jahr gewonnen, auch richtig gut durchgegangen durch den Alpine Cup. Ja, und die haben tatsächlich auch recht eindeutig 63-37 gegen das englische Team verloren. Die Thousand Suns konnten Punkte holen und ansonsten gab es ein Unentschieden und dann wurden an den anderen Tischen gewonnen. Also auch hier, also wenn du drei Spiele gewinnst, eins richtig hoch und dann nochmal hier zwei Unentschieden, das ist einfach ein richtig eindeutiges Ergebnis. Also hier sagt gerade Mr. Fogg vom Team Zugzwang, sagen, die haben einfach auch, wurden einfach komplett outpaired. Was haben wir denn hier für Matches? Wir haben hier, genau, Alex hat hier gegen die Thousand Suns gespielt und dann wahrscheinlich euch ein bisschen damit überrascht. Genau, und Live wurde wahrscheinlich darauf geschmissen mit den Elder, wurde natürlich nicht genommen. Musste dann nachher gegen die Astra spielen. Oh Gott, da hat er keinen Bock. Die Astra schießen besser indirekt. Die Death Guard mussten gegen die Necrons. Die Necrons machen plötzlich auch Schaden. Ouch, plötzlich 20-0. Und dann auch nochmal die Elder gegen die Necrons. Oh, was natürlich auch interessant ist, dass die Necrons... Ich glaube, diese Necrons waren... Genau, das waren nicht Hypercrypt-Necrons. Die habe ich viel lieber. Und ja, da fühlt sich die Liste von Money natürlich total wohl. Das sieht richtig outpaired aus. Das ist ein richtig scheiß Pairing. Alter Schwede. Ja, gut. Aber das kommt halt davon, wenn man quasi die Paarungsrolle, also die Rolle, die Armeen in dem Pairing einnehmen sollen, noch nicht richtig drauf hat oder sozusagen schlecht, muss gar nicht richtig, sondern einfach schlechter drauf hat als der Gegner. Und wenn dann die Matchup-Einschätzungen teilweise nicht richtig sind und dann geht das halt den Bach runter. Genau, und das Finale von dem Team England war tatsächlich gegen unsere Schweizer vom Team Brillanz, die sich richtig weit hochgespielt haben und am Ende leider auch so auf den Sack bekommen haben. Ich habe mich gerade, wer hat eigentlich am meisten dem Team noch Konter gegeben? Ja, das französische Team, Baston und hier Stacek. Ja, und leider Finale dann tatsächlich auch sehr eindeutig ausgegangen, an fünf Tischen sogar gewonnen. Ja. An der Stelle, als ich das auf dem Livestream gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil, wenn wir mal wieder zurückgehen hier zu unserem Überblick, wir haben einen Haufen interessante Teams noch da, nämlich das belgische Team, das eigentlich belgisch-französisch ist, also da spielt nämlich hier Liam, der Sieger des Singles mit, Guillaume, der richtig stark beim Euro-Trash gespielt hat und der wahrscheinlich der zweitbeste Belgier ist und die haben einfach mit drei richtig starken Franzosen gespielt, die zu fünft das französische Teamturnier gewonnen haben vor keine Ahnung wie lange, zwei Stunden, vielleicht weißt du es. Malte hat mir auf jeden Fall diese Info gesteckt. Und das ist wahrscheinlich eines der stärksten Teams. Liam hat beim Paracup noch ein stärkeres Team vielleicht gehabt, aber es war auf jeden Fall mindestens das zweitstärkste Team, in dem ich Liam je gesehen habe, weil Liam ist sonst immer Belgier, der mit Guillaume quasi Fünfer oder Achter belgisches Team alleine tragen muss und dann auch immer die ganzen Punkte einfährt. Ja, cool, aber es bringt ja nichts, wenn an den anderen Tischen verloren wird. Ja, jetzt war das aber nicht so, sondern er hatte drei richtig starke Franzosen dabei und die haben sich auf den zweiten Platz gespielt. Die haben viermal gewonnen und einmal einen Unentschieden gespielt als Team, deswegen haben sie 9 Punkte. Ja, die haben wir aber leider nicht gegeneinander gesehen. Das wäre natürlich sehr spannend gewesen. Wir haben auch nicht gegen die Polen, die Engländer gesehen. Aber es hat auch ein großes Teamturnier. Ja, was soll man sagen? Vielleicht schauen wir uns die Listen an. Also im Spiel 1000 Suns, die sind so wie die vom Arne, die kennt ihr. Und damit hat der die meisten Punkte überhaupt im ganzen Turnier geholt. Und das musste ich auch sagen, ich war froh, dass ich nochmal diese Zahl quasi rauskramen konnte für euch. Wir sehen Liam quasi immer Best Performer in den Teamturnieren sein. Also nicht immer, aber oft. Und im Teamturnier ist es halt so, wenn dein Team grundsätzlich, also oder durchschnittlich schlechter ist als du,
dann gewinnst du natürlich an deinem Tisch, machst viele Punkte fürs Team, trägst natürlich auch dann zu dem Sieg deines Teams bei oder den möglichen Siegen. Aber dein Team macht weniger Punkte als du. Deswegen wirst du häufiger verlieren. Das heißt, du wirst auch als Team dann quasi gegen nicht die besten Teams spielen. Also Liam spielt, wenn er im Team ist, nicht immer gegen die besten Teams. Wenn er in einem belgischen Only-Belgien-Team spielt. Und dann hat er natürlich dadurch quasi auch leichtere Matchups, weil er dann quasi eher gegen die Mitte- oder oberes Mittelfeld-Teams spielt und da quasi Leute abrasen kann. Aber, nee, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass Liam quasi immer der Hero in seinem Team ist, der dann quasi im Mittelfeld quasi sich da die Leute snacken kann, sondern der macht halt einfach auch, wenn der im Team, in einem richtig starken belgischen, französischen Team spielt, einfach die fucking meisten Punkte im ganzen Turnier. 3 Punkte im ganzen Turnier liegen lassen, nur Siege gemacht, hat einmal 3 Punkte gegen Leagues of Wotan mit seinen 1000 Suns liegen lassen. Hat ansonsten Defgard 20-0 eingemacht, Eldari 20-0 eingemacht, World Eaters 20-0 eingemacht, Chaos Demon 20-0 eingemacht. ja, stark, hervorragend. Und ja, da sieht man natürlich auch, was alles dran ist, was möglich ist. Alter Schwede. Okay, genug zu Liam. Müssen wir irgendwas anderes sagen? Achso, ja, was interessant ist, Liams Liste, mit der er Singles gewonnen hat, hat sein französischer Kumpel gespielt, Ricardi. Genau die gleiche Liste, 100%. Und der hat damit 82 Punkte gemacht, auch richtig viel. Ist damit auch ein gutes Stück über dem Durchschnitt, was die Eldari so im Durchschnitt geholt haben. Hat damit sogar, guck mal hier, Clemens, falls du noch da bist. Im Team war auf jeden Fall die belgische Liste um 1 Punkt und um 0,2 Punkte im Vergleich zum sonstigen besser als die Liste von Money, von die englische Liste. Matchups. Hat gewonnen gegen Lucari, gegen Space Marines, gegen Thousand Suns, gegen Necrons und nochmal gegen Lucari. Oh, das klingt aber auch einfach nach guten Matchups. Wobei Necrons, naja. Weiter gegen Necrons. Ach, okay, Necrons hat auch verloren. Hier, siehst du mal. Necrons 8 Punkte. Was war das schwächste Matchup für Manis Liste? War auch einmal Necrons 13 und dann die Thousand Suns. Weiß man nicht genau. Genau. Dann die Liste, die Grey Knight Liste von Malte. Ist das genau die Grey Knight Liste? Schauen wir uns mal an. Wir machen heute richtig Deep Dive. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher das war. Das war Johann. Johanns Grey Knight Liste. Ein Dread Knight im HQ. 3 Dread Knights als sonstige und dann 15 Terminatoren. Ja. Ach, gegen Linus hat sogar Maite gespielt. Oh, das ist ganz interessant. Da kann ich euch ein bisschen Maites Leiden berichten. Also die Liste hat offensichtlich 2 Nemesis Dread Knights weniger als Maites Liste. Die Liste hat 1 Librarian weniger und die hat keines Rex weniger. Dafür hat sie aber Drago und 15 Terminatoren mehr. Diese Terminatoren machen natürlich viel weniger Schaden, wobei Drago ganz gut Schaden macht, aber die Librarians sind geschützt, weil die in den Terminatoren-Einheiten sind, das heißt, die sind schwieriger zu töten. Und Maite hatte dann das Problem, dass er hat Mirror dagegen gespielt, hat ganz schnell getötet, Dread Knights und nochmal Dread Knights und hat aber nachher diese Terminatoren nicht totgekriegt. Das heißt, was diese Liste anders macht als die Liste von Malte mit den 6 Dread Knights und Canis Rex, ist, sie bringt zwar 4 Dread Knights und ein paar Libis für den direkten Schaden an einer bestimmten Stelle, aber sie hat noch diese Bodies mit T5, 4 Retter, 2 Rüster,
eventuell mal Lone Orb, Arm of Contempt, wegspringen, wenn du in 9 Zoll kommst und Modelle wiederbeleben. Das heißt, sie bringt ja Feldkontrolle mit, sie bringt Standhaftigkeit auf dem Feld. Sie ist, vielleicht das ist am Ende das Wichtigste, nicht gezwungen, den Gegner zu töten, um am Spiel teilzunehmen. Oder um auf dem Spiel präsent zu sein. Und das ist Maites Liste mehr und damit hat tatsächlich Maite dadurch auch, sehen Sie hier mit den Grey Knights, da im Spiel 2, Maite hat dagegen verloren, 16-4. Also 4-16 hat Maite verloren und die Grey Knights hier konnten gewinnen. Stark gemacht von den Franzosen und ja, schade, dass sozusagen da war Maites Liste am Ende zu stark auf den Damage Race angewiesen. Und auch nochmal eine interessante, quasi interessante Änderung von der Liste, die wir letzte Woche gesehen haben, weil ich meine, das haben wir uns auch, also wir haben auf jeden Fall nicht gesagt, ey, dies war cool, sondern wahrscheinlich haben wir eher gesagt, Maites Liste macht viel mehr Schaden, das finden wir geiler. Und Rarit gibt noch einen guten Hinweis, die Termis, wenn die von den Libis angeführt haben, haben einen Phenopen gegen Psychic und es gibt halt eigentlich gar nicht so viele Psychic-Waffen im Spiel. Aber es gibt halt zwei Armeen, die haben viele Psychic-Waffen. Das sind einmal die andere Grey Knights und dann sind es nochmal die Thousand Suns. Das gefällt mir. Stimmt, dann sind die sogar noch haltbarer. Also nicht nur Arm of Contempt, nicht nur Leute wiederbeleben, nicht nur wegspringen, sondern auch noch Phenopain. Und damit haben wir dann, Leute, das waren diese Thousand Suns. Der hat auch zweimal gegen Grey Knights gespielt. Und beide Mal hat er gegen diese Grey Knights gewonnen. Einmal 16, einmal 14. Und ansonsten hat er gegen Necrons gespielt. Ah, nice. Nathan Roberts hat auch noch eine Variante von den Grey Knights, schreibt hier gerade Mr. Frog. Ja, haben wir uns die nicht schon angeguckt? War die wirklich so anders? Nathan Roberts. Ach so, das ist die Redeemer-Variante. Ja, klar. Ja, aber die Sache ist, die Redeemer, die haben halt kein Feel and Pain, die sind von den Mortal Wounds anfällig, die kommen halt auch einfach nicht durch, die rennen nicht auf Marker, den nimmt man halt einfach den Marker weg. Ja, also, genau, ich finde, diese Liste ist halt noch viel mehr in dem, also da finde ich Maites Liste, gefällt mir Maites Liste einfach nach wie vor besser. Weil Maites Liste macht einfach mehr Schaden, ist mobiler und wird nicht irgendwie von Gelände und sonstigen Sachen ausgebremst. Wo ich natürlich jetzt auch, ich sage das jetzt so, und was sagt die Statistik? Die Statistik sagt, dass diese Grey Knight-Liste von den Engländern, ach guck mal hier, das waren deren am schlechtesten performste Liste, war auch nur 1,8 über dem Durchschnitt der Grey Knights, während die Grey Knights von Johann war 4,6 über dem Durchschnitt. Und wo ist denn Maites Liste? Warte, haben wir doch hier irgendwo, Maite. Da haben wir Maite. Ja, Maites Liste hat auch besser performt. Okay. Ach, und hier ist ganz interessant. Dann kommen wir jetzt zu der Liste von Jum. Und der hat ja auch, ne, also wir sagen, die Black Templar Ironstorm waren nicht gut auf dem Turnier, weil, ich gehe jetzt nochmal hier rüber, wo ist es? Hier war der, genau, nur 47% Winrate, durchschnittlich nur 8,7 Punkte. Ich sollte das hier, Jungs, das werde ich nochmal updaten. Nur 8,7 Punkte, aber wir haben die beiden Siegerlisten, beide mit der Liste, einmal als eine sehr gut performende Liste und einmal als, ich würde sagen, der Punching Bag. Jerome hat gespielt gegen Custodes und ein 11-9 gespielt, gegen Necrons ein 10-10, gegen Grey Knights ein 12-8, gegen Astra 0-19 verloren und gegen Custodes 15-5. Viel gegen Custodes gespielt, solide Punkte geholt, weiß ich nicht, wenn ihr Info habt, warte mal, wir haben hier die Tische, wir haben nicht alle Tische, wir haben nur gegen die Custodes, hat er auf der 5 und auf der 3 gespielt, das machen wir jetzt heute, wenn wir schon im Deep Diven sind, dann machen wir das jetzt richtig und wenn wir richtig Deep Diven, sieht das nämlich so aus, dann gucken wir uns gemeinsam an, was die ich hoffe, ich leck jetzt nicht, wie die Maps waren.
Also, unser guter Jerome hat gespielt. Alter, ich liebe das. Ich bin so froh, dass ich das hier alles gemacht habe. Also, Jerome hat gespielt gegen Custodes und 11 Punkte geholt auf der Nummer 5. Das heißt, Spiel 1. Das müsste Spiel 1 sein, oder? Ja, das kann ich mir gleich anschauen. Ich guck mal kurz, was Spiel 1 war. Spiel 1 war es Diagonale. Nee, Search and Destroy war Spiel 1. Also das hier. Ja, sieh mal einer an. Das ist doch interessant. Also wir haben hier Jerome auf der 5, ah ne, 5 war es, sorry, nicht die 1. Auf der 5 auf dem Tisch hier. Welchen Tisch findet ihr am besten für unsere Black Templar hier? Die 5 ist tatsächlich dieselbe wie die 4. Ja, tatsächlich ist die 5 der offenste Tisch, weil man den Marker hier unten, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, ja, diesen Marker kann man nur hinterm Container halten und nicht wie bei den anderen Tischen komplett hinter einer Ruine, wo der Gegner nie reinschießen kann. Also das ist schon der beste Tisch, den er haben kann. Jetzt frage ich mich gerade, wogegen hat hier unsere englische Space-Spieler gespielt. Der hat da gegen Sisters gespielt auf Tisch 3. Hat auch ein Unentschieden nur gespielt. Also ein 12-8. Also so ein mittleres Matchup. Und hat sonst in den anderen Spielen einen Einsatztisch gehabt. War der Einsatztisch der offene Tisch? Oh ja, das sieht sehr offen aus. Oh Gott, ja, Leute. Da sind wir bei der Krux angelangt. Wir gucken mal Spiel 3 und Spiel 2 hätte ich gerne. Diagonale. Genau. Ja. Ja. Okay. Hier haben wir unsere Ergebnisse. Das ist jetzt richtig Teamturnier. Ah, geil. Okay. Ich habe es euch herausgearbeitet. Hier sind wir. Das sind unsere Matchups. Ich kann so viel machen. Markieren wir das mal hier. So. Unser Black Templar Ironstorm hat hier auf dem Tisch 1 gespielt, in Spiel 2 und 3. Das ist dieser Tisch hier. Zoom mal mehr ran, damit ihr das auch alle auf dem Stream sehen könnt. Ihr seht, der Marker, den man vielleicht halten darf, ist quasi beim Gegner hier knapp von so einer Ruine haltbar. Sieht man meine Maus? Ich hoffe, man sieht meine Maus. Ja, man sieht meine Maus. Der Ironstorm-Spieler stellt einfach hier sein Fahrzeug hin, rennt sofort los und spätestens ab Runde 2 kann er hier reinsehen und das beschießen, was hier den Marker halten will. Das heißt, der Gegner wird diesen Marker nicht halten. Das heißt, der Gegner kriegt auch Schwierigkeiten, diesen Marker zu halten. Das heißt, der Black Templar Ironstorm-Spieler spielt ja gegen Thousand Sun zweimal und sagt, ja, komm, alles ist voll mit Fahrzeugen hier oben und du wirst keinen Marker halten, außer deinen Home-Marker. Und das ist hier einmal, das war Spiel 2, genau, da hat er dann 19 Punkte gemacht auf dieser Map gegen Thousand Suns. Jetzt gehen wir weiter. Und das ist Spiel 3, da hat er 13 Punkte gegen die Thousand Suns gemacht. Und auch da kann man sogar diesen Marker gar nicht halten. Und da muss man quasi komplett raus ins Offene, um irgendeinen Marker zu halten. Und genau das ist Teamturnier. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dadurch, dass wir diese Armee stellen, die Black Templar, und dann diesen Tisch geben, wo die Marker im Offenen sind, können wir auf diesen Matchups vorteilhafte Ergebnisse erzielen und dann diese Ergebnisse erzielen. Nice. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ich habe es extra gerade zur Verfügung gestellt, weil ich liebe das, ich analysiere das ausgiebig und da habe ich so viel Mühe reingesteckt, macht doch auch noch was draus. Jetzt haben wir uns die Top-Teams angeguckt.
Und wir sehen hier sowas wie, ja, habe ich gerade eben drüber gesprochen, bei Stachek ist wieder Anthony Bonella, spielt World Eaters. Und er macht einfach fast 80 Punkte und ist einfach 7 Punkte über dem Schnitt, was die anderen Leute machen, und macht einfach Schnitt 15 Punkte. Einfach richtig stark. Und besiegt Necrons, Wotan, Necrons, verliert gegen Space Marines und gewinnt gegen Space Marines. Ja, Sisters, sorry. Gewinnt gegen Sisters. Also auch hier, wahrscheinlich einfach die richtigen Matchups geben und dann macht ihr euch die Punkte. Vorhin auch hier, 3 mal 20 0. So. Genau, das war jetzt sehr detailliert. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen. Das ist sozusagen, deswegen sagt man halt auch quasi, 40k im Teamturnier ist eigentlich die höchste Disziplin, weil da diese ganzen Sachen eine Rolle spielen. Du kannst deine Armee-Liste bringen mit der Absicht, auf einem bestimmten Tisch und bestimmten Matchups zu spielen. Und das ändert halt super viel, während du im Single einfach immer nur auf deine Pairings hoffen kannst und vielleicht ein bisschen prognostizieren kannst, wer auf den Top-Chabit spielt. So, und jetzt haben wir uns die beiden Top-Platzierungen angeschaut. Und ich wollte mir aber jetzt viel mehr mit euch die deutschen Teams anschauen. Ich glaube, das interessiert nämlich auch hier die meisten. Und da sehen wir ganz oben das Team Zugzwang mit Niklas und Niklas und Paul. Die haben wir alle auch schon auf den Majors gesehen. Quasi Neuzugänge in der deutschen Turnierszene analog. Freut mich sehr, die jetzt so erfolgreich auf dem Teamturnier zu sehen. Und die haben Verstärkung bekommen von Live, der auch als Springer bei den German Finals war, der schon viel älter gespielt hat quasi Ende letzten Jahres und damit gut oben dabei war. Und jetzt zuletzt ja auch im Eurotrash mit Maite am Start dabei. Achso, übrigens, Niklas. Ich habe gehört, dass ihr euch auch gerne mal so ein bisschen Zeugtief anguckt. Wenn ihr was habt, schickt auch gerne mal weiter, wenn ihr da irgendwie mal Daten zusammensucht. Ich versuche mir das hier jetzt nochmal mehr zu automatisieren, damit wir das in Zukunft für jedes Major so machen können. Caring is sharing. Was hatten wir? Genau, Zugswagen, wie gesagt, Paul, Niklas, Live und Christian Mayonnaise kommt auch am Start, der jetzt auch sozusagen beim Team Germany mit also unter Team Germany beim Eurotrash am Start war und sowieso gerade ultra stark performt. Und die fünf dann, von meiner Perspektive her, ach, ist ja eine lustige Konstellation, wusste nicht, dass die sozusagen sich überschneiden und freue mich natürlich umso mehr, dass da was zustande kommt. Unter dem Banner von Team Zugzwang spielen sie sich einfach mal auf den vierten Platz und damit zum besten deutschen Team und insgesamt waren es vier Siege oder waren auch Unentschieden dabei? Keine Ahnung, gucken wir doch zusammen mal nach. Das Ganze hier mal ein bisschen größer und sehen wir es auch. Genau, hier haben wir gespielt als allererstes gegen ein Team, wo ich keine Ahnung habe, wo das herkommt. Und das haben die einfach 86 zu 14 eingestampft, an allen Tischen gewonnen. Wenn so ein Ergebnis ist, dann sind wahrscheinlich Paarungen und so weiter auch nicht so wichtig. Gut, aber schon mal Punkte gesammelt. Dann tatsächlich als nächstes gegen das offizielle Team Germany angetreten, die mit Immo, Grisha, Pascal, Manuel und Arthur am Start waren. Und tatsächlich sehr eindeutig 65 zu 35 gewonnen. Und was haben wir hier? Wir sehen hier Immo mit Necron, der spielt gegen die Custodes. Holt einen knappen Sieg raus. Okay. An dieser Stelle würde ich übrigens immer schauen, weil man kann jetzt sagen, knapper Sieg, aber was ist denn eigentlich, wenn wir mal hier reinschauen, die Necrons, mit Detachment, die Hypercrypt sind ungefähr bei 12 Punkten Average und die Custodes, wo sind sie, bei 10 Punkten Average. Okay, das ist das, was die so im Team rausgeholt haben. Das heißt, wir können sagen, ungefähr können die beiden damit zufrieden sein. Das ist so das, was die sonst auch in ihren Matchups rausholen.
Genau, ihr erinnert euch daran, wenn ich gegen die GC spiele, ist das vielleicht gut fürs Team oder schlecht fürs Spiel, hängt davon ab, wie meine Einschätzung sind und die Einschätzung der anderen Teams, der anderen Teammitglieder. So, okay, also für beide Teams zufriedenstellendes Ergebnis. Dann haben wir hier Grisha, der spielt gegen die Thousand Suns von Christian. Verliert 13-7. Gucken wir auch hier mal. Grisha spielt doch noch Death Guard, oder? Spielt Death Guard, genau. Was sollen denn Death Guard heutzutage eigentlich für Punkte spielen? Okay, auf dem Teamturnier scheinbar nicht so viele. Eher so 9. 9 bis 10. Okay. Die Thousand Suns sind aber gut dabei. Machen durchschnittlich 12 Punkte. Klarer Verlust für Team Germany, weil Jeff kann eigentlich mehr Punkte rausholen sollen. Genau. Jetzt kommt die Überleitung, Leute. Das kann man natürlich nicht sagen. Also jetzt sind das natürlich nur Standardwerte. Also nicht Standardwerte, sondern Durchschnittswerte. Also im Durchschnitt machen die Death Guard, was hatten wir hier? 9,6 Punkte. Okay. Was ist schon Durchschnitt? Manchmal spielen die gegen das, manchmal spielen die gegen das. Manchmal machen die 15 Punkte, manchmal machen die 20 Punkte. Manchmal spielt man auch für Hungary und weiß nicht genau, wo die gelandet sind und gewinnt einfach jedes Spiel und macht durchschnittlich 13 Punkte. 13 Punkte auch nicht so viel im Durchschnitt von allen Fraktionen, aber ist auf jeden Fall mehr als 19, als 9. Haha. Gucken wir doch mal ins Meta. Sehr schön. Okay, und da können wir jetzt reinschauen und ihr könnt es natürlich zu Hause auch machen, nochmal für eure Fraktion. Death Guard hat insgesamt 134 Mal gespielt. Also, wir waren ein wie viele Spieler hatten wir? Steht nicht da, aber steht hier. Death Guard waren 24 Mal dabei. Okay. 134 Mal gespielt. Und die haben gegen Thousand Suns. Wo sind Thousand Suns? Ich kann nichts gucken. Ach hier, genau. Thousand Suns sind relativ weit oben. Genau. Thousand Suns, das Thousand Suns Death Guard Spiel geht im Durchschnitt, das Matchup geht im Durchschnitt mit 6 Punkten und aber 16 zu 4 aus, 6 zu 14 aus gegen die Death Guard. Also die Death Guard machen im Schnitt nur 6 Punkte. Während die Thousand Suns gegen die Death Guard natürlich dann im Schnitt 14 Punkte machen. Also auch hier. Unter dem Durchschnitt, was wir sonst sehen. Das heißt, Niklas hat in diesem war doch Niklas, ne? Nee, war Christian, sorry. Christian Major. Chris hat in dem Punkt ein ganzes Stück besser als alle anderen im Durchschnitt die Leute performt. Richtig starke Performance, 3 Punkte drüber. Hat damit auch seinen Teamkollegen, also nicht in dem Turnier, aber sonst von Kings of the Hill, ordentlich eingemacht. Starke Leistung. Glückwunsch, Chris. Gehen wir weiter. Ich hoffe, wenn ich zu tief abdrifte, sagt Bescheid. Pascal hat mit seinen auch Black Templar Ironstorm 9 zu 11 verloren gegen die Death Guard. Guck mal hier, wo sind wir denn hier? Space Marines, das jetzt hier ist jetzt nicht so detailliert von den Fraktionen her, aber ich glaube, das muss uns mal reichen. Space Marines gegen Death Guard war hier. Warum ist das eigentlich sortiert? Warum ist das so scheiße sortiert? Fällt mir gerade auf. Ich sollte das mal sortieren. Ich hoffe, ich mache es nicht kaputt. Ah, viel besser. Okay. Da waren die Space Marines. Da. Hier ist irgendwie so eine Doppelung. So. Wo sind wir? Genau. Im Schnitt machen die 9 Punkte dagegen. Pascal hat 9 Punkte gemacht. Okay, ist genau der Schnitt. Steve sagt, zum Matchup von Chris und Chris, Grisha und Chris, kommt es in dem Fall nicht darauf an, dass da zwei gegeneinander spielen, die sich in- und auswendig kennen? Kann gut sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht. Also, was du, wenn das stimmt, was du sagst, dann hieße das ja, wenn der
Thousand Sun das Matchup sehr gut kennt, beziehungsweise weiß, wie der Death Cutter spielt, dann kann er das eventuell zu seinen Gunsten ausnutzen und dann mehr Punkte einspielen. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, weil ich finde, Thousand Suns sind sehr viel weniger berechenbar als Death Guard. Death Guard haben keinen Doppelmove, kein Teleport, kein Indirekt-Schießen, sondern haben einfach nur ihren Move und vielleicht aus dem Transporter aussteigen. Das heißt, wenn du genau weißt, wie der Grisha sich immer mit seinem einen Reno hinstellt, ja, dann ist das bestimmt ein Vorteil für Chris. Genau. Also hier alles in Butter. Bisher alles in Butter, außer Grisha. Grisha hat erstmal verkackt. So, sorry, Grisha. Dann haben wir Manuel, der 0-20 gegen die Eldari spielt. Eieiei. Das schauen wir uns im Detail an. Wie viele Punkte sollten eigentlich die Grey Knights gegen die Eldari machen? Da müssten auch hier oben sein. Oha, sind auch nur bei 5. Der Schnitt ist 5 Punkte. Das heißt, im Schnitt machen die Eldari eigentlich die Grey Knights alle. Genau, hier. Interessant. Aber so eindeutig. Ja. Okay, also auch hier eindeutig. Dann ist natürlich die Frage, können wir jetzt schauen, liegt es vielleicht an dem Matchup? An dem Tisch? Und das schauen wir uns an, wenn wir... Wir haben Manuel, der hat gegen Eldari verloren und der hat auf Tisch 4 gespielt in Spiel 2. Und wir wissen, Spiel 2 war ja Crucible. Also das ist hier oben. Das heißt, der hat auf diesem Tisch gespielt. Auf dem Tisch mit Grey Knights gegen Eldari. Ja, die Dekanonen stehen natürlich günstig. Ja, der Tisch hilft. Der Tisch hilft definitiv. Leute, hier sind riesige Bases. Die helfen total beim Screen. Das heißt, du kannst hier in dieser Ruine Einheiten hinstellen, die screenen hier hinten aus und damit kriegst du keine Grey Knights in dein Backfield. Du kannst hier hinten Einheiten hinstellen, die durch die Überlappung dieser beiden Ruinen verdeckt werden und damit kann hier hinten auch nichts reinspringen, also 3 Zoll vielleicht, aber mehr nicht. Und hier oben kannst du auch screenen, indem du hier das durchscreenst und dann vielleicht noch was hier hinstellst oder sogar hier vorpusht mit einer Einheit. Das heißt, der Elder kann sein Backfield screenen durch diese großen Ruinen, vor allem die Ruinen, die an der Spielfeldkante stehen, und mit dem indirekt natürlich die ganze Zeit ballern. Ja, und vielleicht hat sogar dann, wahrscheinlich hat dann Wahrscheinlich hat Live hier gepusht mit seiner großen Rave-Einheit. Übrigens, das ist nochmal eine andere Liste. Der hat ja, wenn ich seine Liste komplett geändert hat, eine große Einheit Rave-Blades gespielt. Genau, 10 Rave-Blades spielt er hier. 10 Rave-Blades und 3D-Kanonen. Also fast, also es ist schon sozusagen, Manishima hat auch so viele D-Kanonen und noch mehr Shadow Specters. Aber Manishima nimmt nicht diese Einheit, sondern nimmt noch mehr Schaden dafür mit. Ach so, und den Avatar auch nicht. Ups, na gut. Also Manishima geht auch mehr auf Töten. Lange Rede, kurzer Sinn. Map war bestimmt geholfen, um dieses extreme Ergebnis zu holen. Und vielleicht in dem Moment bei Team Germany nicht aufgepasst. Der Elder wurde gestellt und er sucht sich die Map aus und dann dreht er das Match ab. Und damit kommt der 5. Und dann gehst du halt dadurch 5 Punkte über den Durchschnitt. Hallo Live. Genau, Matthias schreibt, im Ergebnis hat Team Zugzwang zweimal besser gepaart und im Spiel zweimal besser performt als erwartet. Ja, finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich würde mal noch wo habe ich das denn? Jetzt fange ich wieder an, hier meine ganzen Tabs durcheinander zu bringen. Ach hier, genau, da ist es. Zuletzt haben wir noch Arthur, der spielt 12-8 gegen die Necrons mit seinen Astra. Power spielt die Necrons. Gucken wir uns mal an, was hier unsere Statistik sagt für dieses Turnier.
Astra gegen Necrons. Astra haben wir hier. Necrons sind da. Uff, interessant. Das heißt, quasi ist nicht, es ist nicht alles gut gelaufen für. Da haben wir die Astra. Nicht alles gut gelaufen für das Team Zugzwang, sondern hier statt zu verlieren mit den Astra. Wo waren die Astra? Genau, statt 6 zu 14 unterzugehen, gewinnt tatsächlich Arthur das gegen die Necrons. Kann natürlich auch immer passieren. Ich mache mal jetzt der Vollständigkeit halber mal hier auch den Deep Dive und schaue, ob das was mit dem Tisch zu tun haben könnte. Arthur spielt Runde 2 gegen Necrons, gewinnt 12-8, spielt auf Tisch 5. Tisch 5 ist derselbe, den wir eben schon hatten. Also spielt auf dem Tisch hier, der sieht genau gleich aus. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Das heißt, die Ach, das war, ich denke immer die ganze Zeit, Canoptic, ja, das war eine Hypercrypt-Liste vom guten Niklas, richtig? Nee, Paul, vom guten Paul. Und Paul verliert gegen den indirekten Schuss Turn 1 den Monolithen und dann ist natürlich das sozusagen, sind die Taktiken ganz schön viel weniger. Und Paul ergänzt noch, es gab auch genau hier keine Möglichkeit, irgendwie darauf zu schießen. Also das ist ein bisschen dann wieder die Frage, ne? Also hier quasi klares, besseres, also ich sage besseres Pairing für Team Germany. Und ich meine, der Mono muss halt auch sterben. Also der stirbt ja auch irgendwann. Also wenn er nicht in Runde 1 stirbt, stirbt er wahrscheinlich in Runde 2, oder? Also AP viel und Liesel Hills und hast du nicht gesehen? Aber nichtsdestotrotz, genau, was ich sagen will, ist sozusagen ungünstige Bedingungen für den Necron. Damit Punkte, wie viele Punkte denn? Am Ende 6 Punkte verloren, weil wir ja eigentlich sozusagen einen Erwartungswert haben wir hier eine 6 nur, oder beziehungsweise eine 14 für die Necrons. Wenn man das jetzt aus einer Paarungsperspektive sieht, muss man natürlich auch immer überlegen, ich habe eben gemeint, oh, es wäre total gut. Wo ist denn hier mein Beispiel? Ich mache nochmal mein Beispiel von eben. Genau. Wäre es total gut, wenn ich nicht gegen die GC spiele, damit ich meine anderen Matchups hier habe. Aber es gibt ja noch 4 andere Leute. Und wenn ich hier irgendwie 2 gute Matchups kriege für die und ich dafür dann aber die GC nehmen muss, dann ist es natürlich wieder am Ende in der Gesamtsumme positiv für uns. Und das ist scheint auf jeden Fall, also hier auch irgendwie, ne, am Ende ist natürlich auch Spielerisk können sehr wichtig, aber scheint auf jeden Fall von den Paarungen her 2-mal positiv für Zugzwang und 1-mal positiv für Team Team Zugzwang ausgegangen sein. Genau. Nee, 2-mal für Zugzwang und 1-mal für Team Germany. Und die anderen Matches sind halt einfach, ja, draw-ish. Also hier quasi 11-9, 9-11, ganz egal. Paul schreibt, der Mono sollte nicht sterben bei Average Voice. Ja, aber über 2 Runden. Und ich meine, Average Roll heißt mit einem CP-Reroll auf die Schussanzahl. Und also das ist halt immer das Fiese an Indirekt. Der kann halt auch einfach drauf schießen und du kannst da wenig gegen machen und er wird dafür nicht bestraft. Außer du machst gerade sehr viel Druck. Interessante Partie. Wahrscheinlich hier mit Vorbereitung, mit Paarung eine Menge zu tun. Und dann schauen wir mal weiter. Dann gab es hier das Spiel, das haben wir quasi eben schon aus der anderen Perspektive gesehen. Da wurde das Team komplett outpaired, komplett aus, viel bessere Paarung für das englische Team und überhaupt keine Chance für Zugzwang. Dann haben wir Spiel 4 für unser bestes deutsches Team. Die spielen gegen MOT, die Helden aus der zweiten Reihe.
Okay. Und, ach ja, ganz interessant. Guckt mal hier, Leute. Hier sehen wir oben so ein 13-7-Sieg für Chris. Ja, ist okay. Wenn wir das, ich weiß es jetzt schon aus dem Kopf, das sollte auf jeden Fall besser sein für Astra als für Thousand Suns. Und deswegen ist das eigentlich nicht nur okay, sondern ziemlich geil. Nehmen wir hier Thousand Suns versus die Astra da. Oh doch, 12. Ui. Doch besser. Ich hätte gedacht, das ist schlecht für Thousand Suns, weil das indirekte Feuer zu sehr nervt. Aber vielleicht sind Thousand Suns auch einfach zu gut darin, die Bulgaren zu töten. Und dadurch, dass man ja inzwischen immer Astrin immer 18 Bulgaren spielt, die Thousand Suns einfach super gut in den Griff kriegen können und sogar noch mit viel Damage 1 Beschuss, mit Wound Rewards und mit plus 1 to Wound und mit 1 Damage, mit plus 1 Damage noch den minus 1 Damage umgehen können. Also die sind auch gut darin, die Bulgaren zu töten. Okay, wahrscheinlich ist es gar nicht so ein schlechtes Matchup. Okay, ich nehme zurück. Guck, da war schon meine Intuition falsch. Wäre ich jetzt der Astra-Spieler, müsste Astra fürs Team spielen, hätte nicht genug Zeit, um das Matchup richtig zu trainieren. Hätte ich da wahrscheinlich positiv für Astra eingetragen, aber eigentlich ist es positiv für Thousand Suns. Na gut, nichtsdestotrotz haben wir hier Matchups, die relativ nah beieinander sind. Ich nenne das gerne so spielbare Matchups. Also, das ist hier ein 13-7, das heißt ein bisschen besser als erwartet oder ein bisschen besser als die Statistik hergibt. Das heißt, Chris hat ein bisschen besser gespielt. Ist okay, kann ja auch sein, dass das hier Lukas ein bisschen besser spielt. Dann haben hier diese anderen Matchups die Leute noch eine Menge Punkte rausgeholt. Und ich glaube auch, also Elder gegen Necrons, die verlieren nicht 0-20. So, wenn die ein Bild haben, der sich darauf einstellt. Vielleicht machen die nur 5 Punkte, vielleicht machen die nur 6 Punkte, aber da können die irgendwie Sachen rausholen. Und ich hätte mir mal die Matchups anschauen sollen. Oh Gott, ich wollte gerade Herleitung machen, warum diese Matchups hier unten wahrscheinlich dann die Matchups sind, die gebaut haben, die halt die Flip-Matchups sind, wo du quasi zwei gute Matchups hast. Da kannst du richtig powern, da kannst du scoren, kannst du auch mit einer Scoring-Armee, die viele Punkte holen kann, reingehen. Und die anderen Matchups sind halt alle drawig und dann gewinnst du das Spiel halt hoch. Aber, oh nein. Was tut ihr mir an, Leute? Also, ich lache, weil es haben halt einmal Defgard gegen Custos und einmal Custos gegen Defgard gespielt und beides Mal haben die Zugzwang-Leute 20 Punkte geholt. Ja, okay, das nennt man dann einfach über Skill gewonnen. Hier wurde klar besser gespielt. Dann am Ende auch 71-29. Okay, kann ich nicht weiter sagen. Ich glaube, das Team Zugzwang war sehr viel besser als die Helden aus der zweiten Reihe. Wo auch interessant ist, sondern an der Stelle, welchen Pass hatten denn die Helden aus der zweiten Reihe? Weil es gibt ja auch keinen Tag, kein Turnier, das ich hier für euch Bericht erstatte, wo wir natürlich nicht, also es gibt kein Turnier, wo wir es nicht machen, wo wir nicht über Paarungsmatrixen und sonstige Sachen reden. Team zweite Reihe. Team zweite Reihe hat am Ende 6 Siege. Nicht schlecht. Hat das erste Spiel gewonnen, das zweite verloren, das dritte gewonnen und dann das vierte verloren. Ja, okay. Haben auch gegen ein sehr starkes Team verloren. Kann man jetzt nicht direkt sagen. Also es gibt halt häufig den Faktor, dass man quasi, wenn du verlierst und dann wirst du nicht gepaart, weil wir halt mal random, also wird halt meistens random gepaart. Du verlierst halt nicht gegen jemanden, der auch gerade sozusagen, also bis beide, zwei, also sozusagen, der auch gerade am Steigen war und dann einen Loss hat, sondern jemand, der vielleicht in Turn 1, in Spiel 1 oder in Spiel 2 einen Loss hat und dann hochgepaart wird. Weil du quasi einfach mathematisch haben halt beide zwei Siege und eine Niederlage, aber vom Rimpass halt anders. Ah, okay. Wir haben hier super Infos von Niklas. Ich hatte natürlich komplett recht und die Paarungen wurden hier genau gemacht, weil es gab nämlich
die Match, die Listen, achso, warte, hier, die Listen von hier, die Listen von Zugzwang waren anders als die Listen von Team, die Helden aus der zweiten Reihe. Und damit war quasi das Custodes-Matchup gegen die Death Guard auf der konkreten Armeelistenebene favorable, also vorteilhaft. Und die Death Guard-Liste gegen die Custodes war auch vorteilhaft. Okay. Danke, dass du mich nochmal gerettet hast, Niklas. So, das war Spiel 4 gegen die Helden aus der zweiten Reihe. Und jetzt gucken wir uns nochmal kurz Spiel 5 von unserem besten deutschen Team an. Das war gegen ein österreichisches Team, die Carinthian Conquerors, rum um die Wobak-Brüder, die wahrscheinlich zwei besten Spieler Österreichs. Und da sehen wir, interessant, okay, wir sehen Eldar gegen Tyranniden mit einem 10-10, wir sehen Death Guard gegen Eldar mit einem 8-12, wir sehen Custodes gegen Chaos Knights mit einem 20-0, wir sehen Thousand Suns gegen Necrons mit einem 13-7 und wir sehen Necrons gegen Custodes mit einem 10-10. Interessant. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr Energie, Leute, um das jetzt nochmal so richtig tief reinzuschauen. Das könnt ihr gerne auch nochmal machen. Aber hier wäre natürlich sofort spannend, okay, wie sieht die Map aus? Wir wissen, das ist eine Necron-Liste, die hat, das ist eine Hypercrypt-Liste, das heißt, die möchte gerne mehr Sichtwinkel haben, die möchte gerne den Custodes auch gut sehen. Wie sind die Necron-Listen unterschiedlich? Ist das hier eine Liste, eine Hypercrypt oder eine Canaptic-Liste, jetzt ist übrigens eine Canaptic-Liste, das weiß ich noch vom Stream. Was hat hier der Chaos Knight falsch gemacht? Also der Chaos Knight muss halt, also Chaos Knights dürfen eigentlich nicht 0-20 verlieren, auch nicht gegen Custodes, weil die einfach viel zu viele Modelle, viel zu viel OC dafür haben. Und vielleicht hat der zu aggressiv gespielt. Vielleicht war seine Einschätzung, können wir ja mal schauen, was ist denn das? Doch, Deep Dive. Custodes versus Chaos Knights. Hier hinten. Okay, tatsächlich 18-2 ist der Durchschnitt von Custodes gegen Chaos Knights. Mal kurz schauen, ob das ein Ausreißer ist. Custodes. Nee, hatten wir auch 9-mal da. Okay. Ja. Kein Ausreißer. Ich würde sagen, da müssten die ja nicht mehr machen. Genau, dass die Death Guard hier 8 Punkte rausholen, ist auf jeden Fall stark gegen die Elder, finde ich. Wobei, das sind auch. Ja, das passt vielleicht. Oh Gott, ich darf jetzt nicht. Ich will sofort wieder tiefer reingehen. Also die Tyranniden, dass die Tyranniden 10-10 gegen die Elder spielen. Das finde ich spannend. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel hier, wir hatten ja eben von wir hatten eben das Matchup Grisha gegen Chris. Da hatte auch jemand aus dem Chat gefragt, hey, liegt es nicht daran, dass die sich einfach sehr gut kennen und die Thousand Suns wissen genau, was die Death Guard machen und umgekehrt, aber die Death Guard sind mehr berechenbar. Thomas Wobak ist der Bruder von Lukas Wobak. Der Thomas Wobak spielt die ganze Zeit Elder. Lukas Wobak spielt super viel Tyranniden. Der kennt das Matchup in und out auswendig. Deswegen hat er wahrscheinlich die beste Taktik, um noch Punkte rauszuholen gegen die Elder. Und damit wird ein Matchup, was eigentlich super gut für die Elder ist. Die schießen nämlich mit ihren D-Kanonen super gut Elder-Tyranniden weg. Bitte sag das auch, dass in der Statistik jetzt das steht. Genau, 15-5 ist hier der Durchschnitt. Aber Lukas holt halt 10. Ja. Und wenn das hier das ist ein gutes Matchup. Irgendwo hätten da mehr Punkte kommen müssen. Das ist halt quasi, das ist ein Matchup, das hätten die verhindern müssen. Vielleicht haben sie gedacht, dass sie das hier mit 20-0 kriegen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht gegeben. Ich glaube, das machen die eher da nicht so einfach. Naja, okay, das war der Weg, den das Team Zugzwang gegangen ist beim Alpine Cup Teamturnier. Herzlichen Glückwunsch dabei nochmal an der Stelle. Richtig starke Performance, 4. Platz. Unsere weiteren Teams, die wir aus Deutschland da hatten, war einmal die Reisegruppe, auch genannt Team Germany 2, also so nenne ich es zumindest, rund um Arne, schon fest im Team, Team Germany, Valentin auch, Malte, Coach von Team Germany, Max, neuester Zugang, ich glaube zum Kader, wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, aber auf jeden Fall jetzt sozusagen zur Reisegruppe nach seinem 6-0 in Karlsruhe
und also Max Kanter und Max Schierbecker, der auch schon beim Eurocheck seine Black Swan Einliste gespielt hat. Interessanterweise, beide Max eher wenig Punkte geholt, aber auch von Arne ist man zum Beispiel sonst Höheres gewohnt, der sozusagen nur 2,8 Punkte über dem Durchschnitt ist, anstatt wie zum Beispiel auch der WTC noch mit den 1.000 Ergebnisse hinlegt, die sonst niemand konnte. Ja, danach kommt Team Germany auf den 17. Platz. Also warte, Reisegruppe hatte 3 Siege in Unentschieden. Team Germany hat 3 Siege hingekriegt und 2 Niederlagen. Da müssen wir sagen, genau, das muss ich mal herausstellen, dass Grischer war hier unten. Arthur mit seinen Astra überdurchschnittlich performt. Starke Performance, herzlichen Glückwunsch, richtig cool. Dann haben wir Team Firebug, direkt dahinter auch 6 Punkte, 3 Siege. Da hat auch Marius Schwab es ein bisschen besser hingekriegt. Aus den Iron Storm Fahrzeugliste Punkte rauszuquetschen. Ich guck mal gerade nicht ganz. Ah, ich habe den ganzen Vergleich gerade nicht mehr da, aber schon auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, was der Vergleich war zum Team von den Dingern. Ja doch, also Alex Harrison hat schon noch mehr gemacht, aber genau, Mario hat hier mehr gemacht als Guillaume. Und das ist doch dann interessant. Schauen wir doch mal. Deep Dive, ich wollte nicht deep diven. Was Mario für Tische hatte, wir wissen ja jetzt schon. 1, 3, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1, 3. Tische. 3, 3. Zweimal den Tisch. Oh ja, das ist der gute Tisch. Das ist der offene Tisch. Also gehe ich ganz klar davon aus, Team Firebug hat auch genau das Richtige gemacht, Mario Schwab gesetzt mit den Iron Storm und damit gut Punkte eingeholt und mehr Punkte als die anderen Teams. Also, wir haben zwar viel den Iron Storm gehypt. Wir hatten Zuhe-Tische in Karlsruhe und selbst auf diesen hat Kevin es geschafft, das Firebug Open zu gewinnen in einem Singleplayer-Turnier mit Iron Storm. Aber im Team sehen wir, damit die Iron Storm so gut performt, brauchen sie einen Tisch. Brauchen sie die Tische, brauchen sie die Mapper. Dann haben wir noch das Team Top Gs, auf auch 6 Punkte, 3 Siege auf Platz 28. Hier hat Flojo richtig stark mit den Grey Knights performt, ja, ausgezeichnet. Thomas, der von Eldari gewechselt ist auf Thousand Suns, ich wünsche dir alles Gute mit dem weiteren Thousand Suns trainieren, weil die sind, glaube ich, richtig, also da muss man sich erstmal drauf einstellen und er, sozusagen hier in der Statistik, leidet er darunter, dass die Thousand Suns durchschnittlich insgesamt so hoch performt haben, durchschnittlich fast 12 Punkte pro Spiel und er eben durchschnittlich nur auf 6 Punkte gekommen ist. Kann natürlich auch wieder an den Matchups liegen. Kannst du dir angucken, Thomas, könnt ihr euch als Team angucken und gemeinsam diskutieren. Dann haben wir ein Münchner Team. Die sind, haben 2 Siege, ein Unentschieden und sind 29. geworden. Hier überrascht mich, dass Max Herzog, der war auch auf deutschen Turnieren schon, er ist auch ein Deutscher und war, glaube ich, beim Raccoon Rumble auch mit Sisters und hat die ganze Zeit Sisters auch in der 10. Edition gespielt, richtig, richtig stark damit performt. Ist aber trotzdem nicht, hat es nicht geschafft, über den Sister-Durchschnitt zu kommen. Also hier sogar leicht unter dem Durchschnitt von 9,3 der anderen Sisters. Keine Ahnung, wo das liegt, kann man dann eben mal nachschauen. Als nächstes haben wir das GIMP-Team. Die haben auch 2 Siege in Unentschieden. Sind 32er geworden. Da haben tatsächlich mal die Necrons von Jonas richtig stark performt und mehr als alle anderen und hat die meisten Punkte im ganzen Team geholt. Dann haben wir das Team Liz. 2 Siege, ein Unentschieden, 35. Die sind eins der wenigen Teams, die auch Dukari mitgenommen haben. Fällt mir auch auf, Dukari echt nicht viele. Haben aber auch nicht so gut dabei getragen und deren bester Score war tatsächlich die Wotan, interessant. Und auch damit über dem starken Wotan-Durchschnitt. Dann haben wir die Würfelbar. Hier Fabian führt sie an mit seinen Tau. Macht richtig viele Punkte, geht auch über den Tau-Durchschnitt. Und ich kann mir schon
Tau an, kann man schon anhören, also sozusagen vorstellen, wie in meinen Ohren das klingt, wie Fabian sagt, komm, gib mir den Tisch, mach den weg, ich baller den von der Platte. Inzwischen sollten wir ungefähr wissen, Tisch 2 hat Fabian viel gespielt. Ja, schauen wir mal, hat er den Tisch bekommen? Tisch 2 in den ersten, in den zweiten, also Diagonale, Diagonale und kurze Kanten. Also hier hat er den zweiten Tisch gekriegt. Ja, das sieht solide aus. Okay. Natürlich wäre der... Doch, genau, das ist der offenere Tisch. Das ist aber nicht der ganz offene, das ist nicht Tisch 1. Fabian, da wäre noch ein besserer Tisch drin gewesen. Wer hat denn bei euch Tisch 1 bekommen? Das haben die Orks bekommen. Huiuiui, warum haben die Orks von euch? Achso, wahrscheinlich haben die Orks angegriffen. Und dann haben wir noch CB Engagement. Da hat er 8 auf Tisch 2 gespielt. Ja, das sieht aber nice aus. Da hast du richtig gute Feuerlinke. Und dann hat er noch, war das eben? Fabian hat wieder auf Tisch 2, auch im letzten, im dritten, im vierten Spiel auf den auf Hammerschlag hier. Tisch 2. Ja, sieht auch gut aus. Und die Matchups waren Custodes. Ja, guck mal hier. Custodes, Astra, liegt auf Wotan. Und nur gegen die Wotan auf den 10-10 gedrückt. Achso, nee, gegen Custodes auch mal 10-10. Ja, genau. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Hier 10-10 gegen die Custodes. Und das ist in Spiel 5 aus Sweeping Engagement. Also, ich weiß nicht, was. Also, mehr Deep Diven können wir heute echt nicht. Auf dieser Mission. Hier, Leute, guck mal hier. Wir haben eben gesagt, diese Map ist toll. Aber ist sie so toll? Warte, das ist der gegen Custodes auf der Map bei Mission Scorched Earth. Custodes können hier aufstellen, können hier Presskante aufstellen. Map ist eigentlich in Ordnung. Aber hier ist natürlich auch schwierig, man kann halt, man kann den Custodes nicht töten und dann irgendwie quasi 15 Runden machen, sondern man ist halt auf den 10 Punkten Primary fast gedeckelt. Man kann verbrennen, aber es lohnt sich nicht so richtig. Okay, vielleicht nicht der beste Tisch dann. Wir hatten gerade im Chat eine Frage. Roman Kleiner mit sieht spannend aus. Genau, der hat Orks gespielt. Wo ist er denn? Hier. Nächstbestes deutsches Team. Team Radaddel Level Zero Heroes. 4 Punkte, 2 Siege. Oder vielleicht auch ein Unentschieden dabei. Habe ich jetzt nicht am Schirm. 49. Team. Man denkt so, 49 Teams sind die nicht ganz unten. Nein, Leute, die sind nicht ganz unten. Das waren 72 Teams. Roman hat mit Orks gespielt. Hat 4 Siege und einen Unentschieden. Hat 81 Punkte fürs Team geholt. Richtig stark. Durchschnittlich 16 Punkte und 7 Punkte über dem Durchschnitt seiner Fraktion. Stark. Hat 20-0, 10, 10-10, 20-0, 19-1, 12-8. Und hat gespielt gegen Chaos Knights. Ja, das ist gut. Necron, ja, okay. Auch nicht schlecht. Dann Orks. Ach cool, ein Ork Mirror. Nochmal Chaos Knight. Und dann nochmal Space Marines. Ja, nice. Da würde ich sagen, gut gepaart, Leute. Habt ihr gut gemacht, weil das ist genau, das können die Orks gut wegmachen, die Chaos Knights. Dann Ork Mirror nimmt man mit so einem erfahrenen Spieler, der auch Best Infection Ork hier letztes Jahr war. Ja, sehr wohl verdient. Müsste dann auch hier, ne, in unser, wo haben wir den denn? Müsste doch dann bei den Orks hier auch. Ja, genau, ist unser Best Infection. Okay. Wir haben noch weitere Teams, Leute, ich muss weitermachen. Wir haben noch die Ringgeister, die sind auch zum Alpine Cup gefahren und die haben 2 Siege gespielt, hervorragend. Dann haben wir, und da, warte, da sticht heraus irgendwie niemand. Außer, dass Maximilian bis sein Tyrannin leider nicht ganz so gut performt hat. Okay. Die 40k-Trolls sind auch angekommen, haben 4 Punkte erspielt. Und da haben alle irgendwie ziemlich in Erwartung gespielt. Aber jetzt kommen wir halt sehr direkt unten. Das heißt, es wird auch dieses hier, der Unterschied zum Rest der Fraktion wird immer dunkler, weil natürlich die anderen insgesamt natürlich mehr Punkte gemacht haben, außer wir haben irgendwelche Ausreißer. Dann haben wir hier Excubito Tabletop.
Die haben 4 Punkte erspielt. Da haben wir einen Kursurspieler, der mehr Punkte gemacht hat. Und ein Necron, der immer vor den Bus geworfen wurde. Dann haben wir die Würfelknechte. Die haben 3 Punkte erspielt. Und da haben wir keine großen Abweichungen. Dann haben wir Berliner Wargaming-Betriebe. Berliner Wargaming-Betriebe Gaming? Wann kommt das G? Die haben auch 3 Punkte gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Und der World Eater Spieler von denen hat Perfectly Average gespielt. Genau die 8,8 Punkte pro Runde gespielt. Ist das nicht auch mega World Eater mäßig? Muss das nicht so sein? Und unser letztes Team, das Team aus Nürnberg, die Nerd Nexus, das Nerd Nexus Nürnberg, die haben 2 Punkte erspielt. Darf ich jetzt mal schauen? Genau, die haben wahrscheinlich Unentschieden erspielt oder Siege. Können wir mal schauen. Genau, sind aber auch nicht letztes. Haben verloren. Nee, wo war das? Ach, die haben die erste Runde gewonnen. Ah, cool. Ja, erste Runde gewonnen und dann weiter Gegner bekommen immer mit mindestens einem Sieg. Ja, schade. ich sag mal wirklich, geil, Leute. Geil. Herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben, alle, die gespielt haben. Wir haben 80 Personen nach Österreich bekommen. Ich mache mal den Aufruf von ganz am Anfang vom Stream. Hier, Isa und Teamturnier. Jetzt, Link dazu im Chat. Hat 80 Plätze frei. Ihr könnt da mitspielen. Ihr könnt da Teamturnier spielen. In ungefähr 1,5 Monaten. Am 15.05. 2 Tage. Ist genauso lange wie der Pink Cup. Nicht ganz so viele da. Aber wir sind unter uns. Wir spielen mit WTC-Gelände. Wir spielen Pairing wie bei der WTC. Alles da. Alles wie beim Alpine Cup. Alles, was wir jetzt besprochen haben, könnt ihr da umsetzen. Trommelt eure 4 weiteren Freunde zusammen. Holt euch ein Ticket. Bucht euch in der Nähe eine Ferienwohnung. Macht Freitagabend die Matchup-Einschätzung zusammen, wo ihr nicht sicher seid. Holt das Code, die anderen aus dem Team da zusammen. Kämpft um jeden Punkt. Verliert gemeinsam, gewinnt gemeinsam. Und vor allem immer, wenn jemand seine Punkte nicht holt, aufbauen und dann kommt gemeinsam stehen und dann gibt es bei der nächsten Partie wahrscheinlich mehr Punkte. Ja, wir haben 11 Uhr. Habe ich alles durch? Habe ich alles besprochen? Habe ich euch alles gezeigt? Das Meta? Die Armeen? Die Teams? Die Factions? Wo ich nochmal... Ich habe es vorhin nochmal kopiert. Ich weiß nicht, warum da irgendwelche Fehler drin sind. Ja, habt ihr irgendwelche Fragen? Schieß los. Wollt ihr irgendwelche Listen anschauen? Schaut ihr heute noch zu? Ja, doch. Ich trinke mal einen Schluck. So. Die hat mich Liste. Machen wir. Oh, André, ich bin so selten im Club, ja. Samstag bin ich, glaube ich, im Club. Ja. Muss ich hier nochmal raussuchen. Wir wollen uns die Admech-Liste anschauen. Genau, weil wir haben hier beim
Das sind die Stats vom Teamturnier und da haben wir herausstechend. Welche Admin-Liste? Die vom Single oder vom Team? Wir nehmen mal die hier. Wir nehmen mal hier den Best Team, der hat geschafft, 4 Siege zu machen, durchschnittlich 14 Punkte, was auch gar nicht schlecht ist. Hat gespielt für Team Wargamer. Um das einzuschätzen, ist immer wichtig. Also ohne irgendwen zu bashen, aber der Team-Kontext macht halt eine ganze Menge. Ich guck mal hier, Teamwork, wo sind die denn hier? Da. Ah, hier haben wir den Abwehrspieler. 70 Punkte gemacht. Durchschnittlich 14. 3,7 über dem Fraktionsdurchschnitt. Hat einmal 20-0 gemacht. Nice. Gegen Space Marines. Hat gegen DefGuard 15. 14-6 gegen Astra. Gegen Chaos Knights verloren und gegen Sisters. Also, das ist echt ein super, super Ergebnis. Und jetzt schauen wir uns an. Wie ist der Spieler? Wie ist der Spieler? Und hier haben wir die Astraliste. Das ist eine Skeetari Hunter Kohorte. Die hat 2 Marshals, 3 Techno-Archäologists. Die hatten wir schon vorletzte Woche beim Firebug vom guten Ehehauber. Der hat die auch dabei gehabt. Nice. Dann haben wir nur 20 Vanguards. Wait, what? Ah, die sind nur zum Screen da, Leute. Holy shit. Also 2 Marshals, die sind, oder können sich die Marshals auch andere Sachen anschließen? Oh Gott, mein Abmilchwissen. Sorry, mein Abmilchwissen ist grausig. Ich mache mal eben hier nebenbei das auf. Der Archäologist kann sich auch Priestern anschließen, die wir aber nicht in der Liste haben. Nee, okay, cool, interessant, Leute. Hier sind zweimal ein Marshall dabei, die haben auch Upgrades, die gehen in diese Vanguards. Cool. Damit kriegen die Hadrian Voids, was uns gar nicht so viel interessiert. Wir wollen aber Veiled Hunter für das für die Upgrades. Veiled Hunter macht Redeploy. Genau. Und das andere ist Veiled, anders ist Battlesphere. Das andere ist ein Fire and Fate. Okay, interessant. Cool. Also, wir haben hier Redeploy und wir haben hier Fire and Fate mit zweimal die Typen. Wir haben hier 3 einzelne Modelle mit einer kleinen Base, aber trotzdem mit einem 12 Zoll No Deep Strike. Das ist natürlich mega cool. Gerade gegen die ganzen 3 Zoll Deep Strike Sachen, die so durch die Gegend laufen gerade. Dann haben wir einen Dune Rider. Wir haben 9 Ballistari, also die Chickens mit Laserkanonen. Wir haben einmal kleine Springereinheit, die einfach nur durch die Gegend laufen und irgendwas irgendwie nerven. Wir haben 3-mal Raider, die nerven. Wir haben 1-mal Hunde, die nerven. Und wir haben 2-mal Infiltrators, die wir redeployen können. Über das Enhancement, dann haben wir, alter Schwede, okay, wir haben dann die Nahkampfhühnchen 3-mal einzelne und dann haben wir nochmal, also nee, das sind die Sniper-Rifle-Hühnchen und dann haben wir nochmal 9 von den Nahkampfhühnchen. Also insgesamt sind das fast Max-Hühnchen. Das sind 15 von den Hühnchen. Das ist eine Menge. Cool, ja, kann man spielen. Der Vollständigkeit halber würde ich mir tatsächlich nochmal direkt die Liste von dem
besten Admech, dem Mate, angucken. Ich bin auch überrascht, dass er beim Team hat er auch gespielt. Und die Liste von ihm sieht so aus: Der hat Take Priest Manipulus und einen Marshall, also keine Deep Strike-Sachen. Der hat 40 Vanguard CT gegenlaufen, einmal Dune Rider und der hat die Breacher. Ja, und das ist die Breacher-Variante. Und die spielt er auch als Hunter-Kohorte, ja. Also der hat 18 Breacher. Ja, Leute, ihr könnt Breacher oder Hütchen spielen. Und Kleinzeug dazu. Das sind die beiden Listen. Findet ihr übrigens direkt auf Tourney Keeper, ganz ohne Paywall und alles. Link im Chat. So, damit würde ich sagen, belassen wir es mal. Und ich gebe euch nochmal einen kurzen Hinweis auf, worauf eigentlich? Auf die Bundles, wo ihr aktuell richtig kompetitive Turnierlisten direkt bei Games Island als Komplettpaket kaufen könnt mit richtig saftigem Rabatt. Wir versuchen euch es möglichst einfach zu machen, in kompetitives 40k einzusteigen. Auch vom Alpine Cup werden wir wieder Bundles machen. Ich habe am Anfang gesagt, vielleicht fallen mir welche ein, welche wir machen sollten, aber ja, eigentlich müssen wir Liamsliste machen, damit hat er gewonnen. Eigentlich müssen wir Liamsliste machen. Ich glaube, wir machen die Elder. Elder haben wir auch gerade noch nicht. Und dann müssen wir mal schauen. Gebt uns gerne ein bisschen Input. Welche Liste findet ihr am interessantesten? Welche ist glaubt ihr, hält am längsten? Weil unser Ziel ist immer, also man kauft ja das ganze Bundle oder muss man das jetzt mal bauen und bemalen. Das dauert ein bisschen. Also es bringt nicht so sehr, euch eine Liste zu geben, sozusagen kaufen zu lassen, die in einem Monat wieder outdated ist. Genau. Und dann, last but definitely not least, gehen wir mal in den Discord und gucken, was ihr gebastelt habt. Ich sage wir, als wenn Malte bei mir ist. Aber Malte ist natürlich in Gedanken bei mir. So. Und zwar kann ich das jetzt... Oh, nein, natürlich nicht. Ups. Nicht so wollten wir das, sondern... Wir wollten stoppen. Ja, hervorragend. Okay, da haben wir den Discord. Und wir sehen Greta, der... Ich dachte ganz kurz, es sind Space Meets. Nein, es sind GC. Ja, sehr schön. Nice. Hier werden GC fleißig bemalt und das sieht auch richtig, ja, das sieht nach richtig guter Fließbandarbeit aus. Hier sind, die sind alle schon mal gebürstet, weiß auf schwarz oder grau und dann sieht es aus, als hättest du die ersten Washs oder so angebracht. Ich glaube, so muss man GC bemalen. Finde ich richtig gut. Dann, und ich finde es total lustig, dass, womit du deine Zeit bis zum Ork-Kodex überbringst, Tom. Dann haben wir Jan, der grundiert Stormraven. Ja, warum nicht? Sehen wir inzwischen einzelne auch in den Einstormlisten. Dann haben wir Saschmann, der macht ein Vindicator in Chaospace Means. Genau, der geliebte Vindicator, der Trajan im Abwehrfeuer erschießt. Wir lieben ihn doch alle. Sehr schick. Und ich glaube, wenn du jetzt noch ein bisschen Gelb reinmachst bis nächste Woche und dann nochmal ein Foto postest, dann wird dir Malte zu Füßen liegen. Dann haben wir Lucio, der macht seinen Einstorm fertig. Hast du heute mitbekommen, du brauchst den Tisch. Schau dir auf jeden Fall für das nächste Turnier genau an, wie das Gelände aussieht. Eventuell da nochmal ein bisschen drauf anpassen. Und übrigens, der Gladiator Valiant ist übrigens auch total gut im aktuellen Meta. Das haben wir heute gelernt. Und deine Modelle sehen sehr schick aus und ja, nice. Falls ihr diese ganze Liste kaufen wollt, könnt ihr das auch gerade bei Games Island machen. Wir haben eine ganz schöne Mühe, die Boxen zusammenzusuchen, womit man die Crusader darstellt. Dann haben wir bei Kochi, der macht Necrons. Ja, einmal wie heißen die? Deathmarks, weil sie können schocken und damit kann man sie einfacher durch die Gegend teleportieren mit Hypercrypt.
Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Necrons. Necrons. Ja, ich merke schon, wenn Malte nicht da ist, bastelt ihr gar nicht so viel. Oder ihr wart alle offenbar im Pink Cup und habt schon alles fertig gebastelt. Ich hoffe, es Letzteres. Ich bin für heute durch. Mal kurz überlegen, ob ich was vergessen habe. Ja, durchaus. Also, nächste Woche schauen wir uns ein relativ großes GT an. Geht nämlich weiter in Deutschland. Majors kommen noch nicht, aber große GT, das Münsterland GT. Malte ist auch da vor Ort. Dann kann ich, genau, und dann nach die Woche. Ist das danach die Woche? 2 Wochen später, genau. 2 Wochen später ist das Saarhammer GT, wo alle Breaking Heads anwesend sein werden und sogar auch Liam, der Gewinner vom Single und vom Best Performer beim Alpine Cup Team Turnier. Und da gibt es jetzt gerade noch ein letztes Ticket, weil leider einer abspringen musste. Das werden wir, wie letztes Mal auch wieder, im Breaking Heads Discord verlosen. Also, wenn ihr noch nicht in den Discord gekommen seid, obwohl ihr vielleicht zum Beispiel schon die ganze Zeit uns unterstützt, weil ihr unseren Content cool findet, dann kommt da unbedingt mal rein. Da schreibe ich in den nächsten Tagen, aka morgen, in die Theke, wer will also ein Ticket haben, macht da at everyone und dann wird das wieder verglücksradet unter alle, die noch kein Ticket haben. Also, falls ihr mal gegen mich, Malte oder Liam zocken wollt und andere Leute, die beim Saarhammer am Start sind, holt euch doch da mal das letzte Ticket mit ein wenig Glück. Ja. Das war's. Wir sind durch, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Es hat auch keiner meine Statistiken kritisiert. Und ich bin high, aber dafür bin ich heiser. Ich habe Malte vermisst. Das habe ich schon 2 Streams in den letzten 2, 3 Wochen gemacht. Ich hoffe sehr, Leute, wenn ihr beim Münsterland GT seid, seid nett zu Malte, dass er sich nicht so sehr verausgaben muss. Und ich hoffe, Malte ist wieder sozusagen fit am nächsten Montag. Ich bin auf jeden Fall hier und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und was auch immer ihr jetzt zum Beispiel auch, also ihr könnt gerne das Dokument weiterteilen, das ist extra zum Teilen da. Ich poste es auch nochmal in den Chat jetzt und später in die Videobeschreibung. Postet doch einfach mal, wenn ihr irgendwas Interessantes findet, oder vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler oder so, kann auch sein, in den Breaking Heads Discord direkt oder in den Chat bei Target Priority. Und ich hoffe, euch auch in Zukunft noch mehr davon, von solchen Statistiken präsentieren zu können. Natürlich nicht für irgendwie GTs oder so, aber für unsere großen Majors. Und vielleicht auch für das nächste Teamturnier in Isarhaun. Ja, das war jetzt der letzte Isarhaun-Plug. Deswegen, Teamturniere sind geil. Kommt dazu und kommt auch hier wieder in den nächsten Stream. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Und ich bin raus.